Ich warte noch auf den Invite. Achso, das tun wir alle. Ich sehe schon kommen, dass jetzt gerade wirklich so ein... Alter, ich sehe es gerade. Alter, was ist denn mit Kurga los? Ja, deswegen machen wir gerade alle eine Scherze. Ja. Mir wird nur 2 Millionen. Was zur bei mir, Hölle ist... Bei mir wird er nur ein einziges Mal angezeigt. Ja, das, der übertreibt es gerade ein bisschen. Der Stronghold, Kurga hat es gerade ein bisschen übertrieben, was so Binge-Spielen angeht. Ne? Da hat sich so auf die Definitive Edition gefreut. Er spielt es gleich 10 Mal gleichzeitig. Demo, Leute, muss ich unterstützen. Er kriegt dann jetzt mal die 7-fache Spielzeit angerechnet. Ja, genau. Es steht eigentlich nur die ganze Zeit im Loadscreen. Ah, Leute, also 6000 Stunden, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Ja, es ist noch mehr geworden. 8 Mal. Ach, er spielt mit sich alleine. Und Smarty. Na, wie oft spielt er? Ja. Oh mein Gott, ey, Kurga. Was ist mit Kurga los einfach? Wie oft kriegen wir das noch hin? Wie oft kriegt er das noch hin? Das sieht gar nicht gut aus. Wieder da, ihre Schlitten. Willkommen zurück. Vor allem, wir haben nichts verpasst. Vor allem das Geile ist, 3 Freunde spielen das gerade. Ja genau, 3 Freunde. Und einer davon spielt es halt einfach 20 Mal. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ja. So, hallo. Hallo, liebe Kollegen. Hallo. Mit welchem Kurga sprechen wir jetzt? Kann ich mal kurz für den Chat sagen, es gibt einen lustigen Bug auf Steam bei mir mit der Stronghold Definitive Edition. Wenn ich die spiele, dann wird meinen Freunden gezeigt, dass ich das irgendwie mit 8 Accounts oder so gleichzeitig spiele, mit 10 oder so. Ist irgendwie komisch. Weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin nur einer. Smarty, wieso bist du noch nicht in-game? Ja, ich habe gerade einen PC nach mir eingestellt, das Internet habe ich rumgesponnen, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Oh, das ist aber, ja. Kurga, einfach so das Meme, Point of View, du spielst mit deinen 7 Freunden Stronghold Definitive Edition. Sieht einfach Kurga, wie er 7 Mal mit sich selbst spielt, ey. Einfach so dieses Spider-Man-Meme mit unseren Symbolen drauf, die alle aufeinander zeigen, ne, im Endeffekt. Ja, genau. Oder man braucht noch ein Foto von einem Tisch, wo 7 Laptops draufstehen, wo das gleiche Bild läuft oder so, keine Ahnung. Vor allem Kurgas unterschiedliche Persönlichkeiten sprechen dann auch miteinander. Ja, ja genau, man sieht ja aus der Kamera immer so aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, und im Endeffekt siehst du aber, dass da eigentlich einer sitzt, der über so 2 lange Hölzer einfach nur so künstliche Arme an den Laptops angebunden hat zum Spielen. Das Allerbeste ist, das sind alle Persönlichkeiten, die aufgesplittert sind. Da ist so ein übelst genervter Kurga, einer, der ständig Dauerakro ist, einer, der so richtig freundlich ist, so ein Gelangweilter. Das ist ja zu den Farben, ne? Der ängstliche Kurga. Der Ängstliche, genau. Der Depressive. Ist denn blau der Schlumpfkurga? Blau ist der Schlumpfkurga, genau. Nee, der Besoffene natürlich. Den Schlumpfkurga gibt's nur auf OnlyFans. Okay. Gut, das driftet ab. Wir sind vollständig. Mit was wollen wir anfangen, Jungs? Worauf hat der Bock? Wollen wir erstmal ein geschmeidiges Free-for-All machen, damit wir uns richtig hassen? Oder worauf habt ihr Bock? Also vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung, wer eigentlich dabei ist. Sorry hier, ne? Also heute mit dabei unser Host Pfister, der hostet heute alle Runden, da freue ich mich sehr drüber. Damian ist wieder mit dabei, wie auch beim letzten Mal. Gideon heute als neuer Gast dabei. Kimberly ist dabei, da freue ich mich auch sehr drüber. Utwin ist dabei natürlich. Captain ist auch wieder mit dabei. Und Smarty, die Legende himself. Und Utwin. Und Utwin. Und Utwin. Danke. Finally, ich hab's wieder so. Nachher werde ich ja noch vergessen, ne? Nee, das war fertig. Genau, jetzt. Alle gegen alle, ja? Dann starten wir mit alle gegen alle ein und ich muss nochmal kurz vorher ganz kurz einleiten. Wir haben uns beschlossen, dass wir sagen, wir spielen jetzt ohne die starken Welle. Das heißt, dass wir jetzt die Welle abknabbern dürfen, aber dafür eben ohne Belagerungswaffen. Dass man da nicht so, weil selbst wenn man nur eine Belagerungswaffe hat, das endet immer in einem kalten Krieg mit einem Katapult und Kühe werfen irgendwie. von daher, ja, lassen wir mal Belagerungsgeräte weg. Also nichts, was Baumeister dürfen nichts bauen, sagen wir es mal so. Also keine Tongeräte bemannen und keine Geräte bauen. Aber eben, ja, dafür keine starken Welle, dass man das so angreifen kann. Spieltempo machen wir ein bisschen auf 60. Außer es ist genau, und Friedenszeit vielleicht 5 Minuten oder so. Ich habe noch nichts eingestellt hier tatsächlich. Also Friedenszeit, genau. 10 Minuten Friedenszeit aus? Spieltempo auf 60? Ich hätte gesagt 5 Minuten. Ja, ich hätte 5 Minuten vorgeschlagen. Vielleicht sagt aber jemand mehr, also... Ja. Dann mache ich jetzt 7 Minuten, so... Ah, 7 Minuten. Okay. Der Rest, den lassen wir so. Okay. Ja. Und wenn willst du eigentlich noch eine Einleitung machen? Nö, passt, denke ich mal. Ich kann das einfach so. Das ist wie mit diesem Meme mit der Seilbahn.
Und wie willst du dann mit der Seilbahn fahren? Oh, nö. Biele, 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 biele. Okay, Utwin macht keine Einleitung, also fangen wir einfach so an. Oh, pobre Kurve. Und dobre Kurve, okay. Okay. Ein paar Truppen haben wir auch schon. Das Schöne ist, jetzt müssen wir gar nicht gucken, wer wo startet von der Map her, weil es jetzt ist egal. Nimm es vor. Stimmt. Genau, dann mögen alle die beste KI memen. Genau. Ja, apropos KI-Memen, wir haben beschlossen, dass wir heute nicht so einen Reinschwitzabend machen wie letztes Mal. Das bedeutet, jeder spielt ein bisschen aus Spaß und niemand. Ja gut, okay, man spielt trotzdem noch ein bisschen um zu gewinnen, aber niemand versucht jetzt einfach hoffnungslos zu 3 haben, sagen wir es mal so. Ja. Genau, das wäre schön, wenn wir das hinkriegen können. So, also ich wäre dann gerne der Sultan. Ich würde sagen, sowohl vom optischen als auch vom Gemüt passt der sehr gut zu mir. Ah, ich verstehe. Dann mache ich ein Richard Löwenherz. Ich probiere mal ein Richard Löwenherz. Okay. Ich kenne nur einen Spruch vom Sultan, das ist, wir alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch, so auch der arme Sultan. Genau. Erstmal direkt 13 Beliebtheit verloren. Der Drop. Oh, ich kenne Kornspeuer platziert, habe ich Bastard. Okay. Aber was sind das denn alles für Startressourcen, ey? What the fuck? Ja, eine Menge. Ja, da haben wir ein paar. Was braucht denn die Ratte Eisen? Das geht ja nicht. Kannst du zu Geld machen, das ist gut. Das stimmt. Okay. Aber die Ratte hat auch kein Geld. kannst du auch irgendwie, weiß ich nicht. Das ist Cosplay. Die ganze Zeit irgendwas kaufen und verkaufen gleichzeitig. Das hört sich gut an. Dann schick das Eisen doch einfach deinen Freunden. Moment mal, Ratte, wie Freunde. Naja, schauen, wie lange das nicht Tryhard gilt. Ja. Ich werde das jetzt schon vergessen, einfach. Um das bitte, wie? Was? Nicht Tryhard, was? Wenn ich diese offensive Holzfällerfront von Kurga hier an meiner Grenze sehe, sorry, nur zwei. Sorry, das Einzige, was ich verstanden habe, war 3 Harde. Man kann ja überall, man kann einfach überall Farmen bauen. Also, das ist das bei euch auch gerade so? Also bei mir ist es gerade irgendwie ein bisschen ruckelig gewesen, aber jetzt geht's wieder. Okay. Ich hatte gerade Verbindungsabbruch. Ja, ich hatte auch gerade, war gerade ein bisschen langsamer, aber jetzt geht's wieder. Also, bei mir läuft alles tutti frutti. Bei mir ist alles gut, hust so als Haus, lol. Aber bei man merkt schon, aber das ist halt immer so gewesen, wenn man Welle platziert, dann dauert es halt so einen kurzen Moment, bis die halt erscheinen, ne? Ja, das ist, gut. Ja, das ist dieser gleiche Multiplayer-Lag, so diese Mini-Latenz. Das wird heute eine interessante Sache, ob der Multiplayer auch 8 Leute durchkriegt irgendwie. Das wird spaßig. Muss. Ist das eigentlich laut genug? Ich habe das Gefühl, es ist total leise bei mir. Was haben Sie gesagt? Schon ein bisschen lauter hier. Da wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Hier wird gefragt im Chat, wer die Ratte macht. Kimberly wollte die Ratte machen. Genau. Okay. Genau. Kann zwei verschiedene Baracken bauen? Ja, Holz und Stein. Gibt's. Ja. Warum? Gibt's da einen Unterschied? Weil, falls du Stein für anderes nutzen willst, dann kannst du das halt so eher verbrauchen. Genau, dann kannst du halt Stein sparen, falls du das nicht. Ja, und für die Kampagne war es so die Reasoning, dass man heute am Anfang nicht gleich mit Storabbau aufhängt. Das macht Sinn. So, Richard hat keine Armbrustschützen, also kann das schon mal alles weg. Tschüss. Hä? Ich kann mein Rekrutierungsgebäude nicht anwählen. Achso, Friedenszeit, ja, das habe ich auch schon gedacht. Ich bin da auch schon reingefallen, dachte auch schon so, ja komm, packst du schon mal ein paar Sachen auf den Bock? Und dann so, hä? Ist das jetzt ein Bug? Oder ist das ein Feature? Nee, die Truppen spawnen auch erst nach Ablauf der Friedenszeit. Ja, Louis, ich bin hier. Ich erwarte alles. Dahin, euer Gnaden. Ja, einfach nicht so. Gegen jeden Roleplay-Runde, ey. Yep. Ja, ist doch so, oder? Ja. Ja, bis Kurga anfängt hier wie ein 7 gegen 1 zu konspirieren. Eigentlich müsste ich die Ochsenjoche komplett bescheuert platzieren, um richtig Roleplay zu machen. Ja, ich versuche auch schon so ein bisschen reinzuscheißen. Oha. Und Fehler zu machen. Und was machst du im Spiel? Ich produziere unnötig viel Eisen, was ich nicht nutzen werde und frage dann jeden die ganze Zeit, ob er mir Eisen schicken kann. Wie viele Eisenbienen hast du nochmal, Kurga?
2. Ah, danke. Ich glaube, du hast wirklich 2, oder? Ja. Ich kann nur 2 platzieren. Ist voll, my Lord. Gut, okay. Ich bin an der Stelle, wo du das letzte Mal gestartet bist. Oh. Eine große Spende, wie schön. Danke. Jetzt verpisst euch alle. Ich hab gern danke, AS. Jetzt hau ab. Richard hat auch Käse, ne? Mhm. Ach so. Käse und Apfelfarben hatte der, glaube ich, ja. Oh, du Käse, hau da, hast du auf. Eigentlich so ziemlich gute Ernährung, ne? Proteine, Vitamine und das Eisen. Und Naschen. Ja. Und Naschen. Eisen zum Naschen. Proteine und Naschen. Ja. Nimm 2 ja, Gains. Ja. Wegen der Steuern natürlich, ja klar. Eure Beliebtheit sinkt. Ja. Ach ja, Steuern wären ja mal eine Option. Voll gut, ey. Voll gut, ey. Immer eine richtig nice Sache. Steuern wäre immer eine richtig nice Sache. Jeder, der beim Finanzamt arbeitet. Ja. Jeder, der nicht beim Finanzamt arbeitet, denkt ein bisschen anders. Das stimmt wohl. Guten Morgen, das auf jeden Fall. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So, wie war denn so euer Tag? Erzähl doch mal. Ich habe ein Gericht zubereitet, für das ich, das wollte ich gleich mal fragen, ob wir da gemeinsam einen Namen für finden können, weil ich es selber kreiert habe. Oh, hau mal raus, bin gespannt. Also, pass auf, ich habe 2 Kilo Möhren geschnitten in Scheiben. Mhm. 1 Kilo Brokkoli habe ich zubereitet. Mhm. Dann habe ich 800 Gramm feinstes Biohackfleisch gemischt mit Zwiebeln erst angebraten. Die Möhren, den Brokkoli habe ich halt gekocht, aber so, dass sie noch bissfest waren. Hm. Und dann habe ich das alles in so einem gottlos großen Trog zusammengemixt. Und da drin habe ich dann eine Kräutersoße zubereitet aus, kennt ihr diesen Schmelzkäse mit Kräutern? Ja, ja. Genau, davon aber nur 2 Packungen, was jetzt im Verhältnis zu dieser Menge nicht so viel ist. Und den Rest habe ich mit Creme Fien aufgefüllt, weil wir hatten das letzte Mal ja schon so extrem fetthaltiges Essen schlägt bei mir halt immer extrem durch. Deswegen habe ich da Creme Fien genommen mit nur 7% Fett. So, und dann habe ich das alles zusammengeköchelt in diesem Bottich, in dieser Soße. Bis das so eine dicke, cremige Soße war. Oh. Und das habe ich dann gefuttert. Und dann habe ich dann noch 3 Frikadellen, die ich gestern von meiner Mutter mitgenommen habe, von meinen Eltern, habe ich da einfach noch mit reingeworfen. Das gab es dann heute zum Mittag. Und jetzt frage ich mich, wie man das nennen könnte. Ah, oh, schwierig. Oh. Ein Topf. Das kommt schon mal relativ nah ran. Nein, das ist nicht cool genug. Ein Topf. 2 Topf. So, zwei Töpfe ist höchst kreativ, ja. Das ist wirklich stabil. Wird es wenigstens mit 2 Töpfen gemacht? Natürlich. Einverleibt habe ich mir den. Was? Habt ihr vor, was? Der Ritter? Ich wollte gerade sagen, sollte ich jetzt im gesamten... Ach, Damian, 2 dumme ein Gedanke oder was? Aber irgendwie... Ja, stimmt. Ja, du hast es mit dem Doppelmauer besser gemacht, aber du hast Brot gemacht, interessanterweise. Ah, ihr macht die Schweine. Wir machen Gedanke, was das Schwein angeht. Okay, ich verstehe. Was macht... Motmi, was machst du da? Was soll das sein? Ich hab keine Ahnung. Nee, ich kenne die KIs nicht. Sorry. Okay. Smarty, wächst von meinen Ochsen hier. Ja, was seht ihr denn? Ich hab meine Leine auf dem Burgfriedhof. Creme-Hackfleischsoße, ja gut. Creme-Hackfleisch, klingt auch gut, ja. Der beste Vorschlag, wie man das nennt, Essen. Essen 2. Essen 3. Halt nicht verkehrt, ne? Ich finde, das muss noch. Das kann noch angefochten werden. Und ja, meine Beliebtheit, ich weiß. Ich habe sie, also ich bin ein bisschen im Kopf abgeschwelgt in den gottlosen Bottich Essen, den ich heute zubereitet habe. Meine Beliebtheit ein bisschen sehr tief gefallen. Wie ich sehe, Gideon, du spielst die Crusader Standardspieler-KI. Ja. Das erinnert mich so sehr an mich selbst, meine Kindheit, als ich Crusader gespielt habe. Ich habe immerhin einen Turm gebaut. Ja. Ich will nichts hören. Ey, ich muss sagen, Kimberly hat die Rattenburg richtig gut nachgebaut. Wirklich. Ja, on point. Da habe ich vorhin schon mir schon mal so denkt, what the fuck ist da wirklich KI? Stimmt. Wirklich on point, muss ich sagen. Fuck. Alter.
Nice. Ich mir ging zuerst das Schwein durch den Kopf und dann ist mir eingefallen, Moment mal, hier gibt es gar keine niedrigen Welle. Ich muss das jetzt irgendwie anders improvisieren. Ja, das hatte ich tatsächlich auch eigentlich ursprünglich vor, weil damit hätte ich zumindest noch irgendwie was reißen können. So. Haben wir gedacht, das, ja. Aber Ratte finde ich gut. Aber wollen wir auch die Standardheiten auflösen, die nicht dazu passen zur jeweiligen KI, oder? Naja, auflösen würde ich nicht, aber man könnte sagen, dass man die halt am Bergfried stehen lässt einfach, so wie die KI das wahrscheinlich auch machen würde. Ja, stimmt. Ja, wir wollen schon gechillt spielen, aber so gechillt nun auch wieder nicht. Ich da raus gerade so, ne? Na gut, Koga hätte große Vorteile dadurch, weil er Richard spielt, da hat er eigentlich fast alles von den Standardheiten, die er behalten könnte. Ja, bis auf die Mönche. Und die Armbrustschützen. Und alles andere. Naja, also Piere, Schwertkämpfer und Bogenschützen halt. Ne? Und Baumeister mit Pech halt, habe ich gemacht. Mir fällt halt gerade wirklich ein, dass das Standardschwein halt wirklich fast gar nichts hat an Wirtschaft, ey. Kein Bier, kein Brot, nichts, was gut ist. Tja, so ist das Leben. Du dämlich blöder Clown, verpiss dich. Ich ja, Entschuldigung, ich gehe ja schon woanders hin. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ne? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Ja, da hüpft er darum, wo ich die Käsefarm hinstellen will. Also ich sag mal, ich glaube, das hat. Oh, mein Holzfäller. Ja, weißt du, was auch hackt? Mein Holzfäller. Ja, nee, der nicht mehr. Er hat sich enthackt. Oh, wow. So, wie hatte Richard das? Der hat immer nur so einzelne, so Zweier-Trupps Bogenschützen auf seinen Türmen. So richtig wenig. So richtig lächerlich. Alter, Kampfmusik hier. Mhm. Super unspannende Noob-Runde. Achso, Richard hat ja auch noch positiven Angstfaktor, stimmt. Ja, das stimmt. Da war was, der hat so Gärten an seinen Ecken, Ecktürmen gehabt da, glaube ich. Ich meine, die komplette Wirtschaft ist jetzt schon irgendwie, bis auf die Farmen, ist, jeder schießt meine ganzen Bauern ab. Der kriegt kein Geld. Ich bin das von Idioten umgeben. Die Holzfäller. Meine schlüpferhaften Truppen haben meinen Plan nicht verstanden. Getrollt wird nicht. Nicht gewollt wird nicht. Alter, wie die Holzfäller sich jetzt da gegenseitig umbringen. Ja, da treffen sich 16 Mal hinterm Lidl einfach. Das wird auch nochmal so eine Runde. 8 Leute und das halt nur Holzfäller und Jäger haben. Jawohl. So. Ja, wie killst du dann etwa, ne? Das wäre eine geile Runde, nur Jäger. Ja, und der Lord darf halt irgendwann nicht mehr oben stehen auf dem Fürst, sondern muss unten sein. Ja, okay, und wie will ich es nur kontrollieren? Du müsstest ja dann aktiv den Gegner einschicken. Ja. Nee, wieso? Er muss immer unten spielen. Hä, wieso? Du baust hier Holzfällerhütten einfach irgendwo hinter die anderen Läger. Aber so 5 Dechos. Ja. Oh, da kommt ein Angriff der Ratte. Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, das wäre jetzt noch on point, wenn man es schafft, realistische Angriffe irgendwie hinzukriegen. Ja, in Wolf-Cosplay muss ja auch noch Burggräben machen, oh no. Vor allem Wolf-Cosplay, Smarty hat sich jetzt einfach nur noch so eine schwere Ritterrüstung angezogen. Genau, wo die Hände, weil die Arme zu kurz sind, nicht bis hinten in die Handschuhe reichen. Oh, das gibt's ja auch noch. Versager! Ey! Esel! Versager, Klappe, Knappe. Das sind so Sprüche, die verfolgen Utwin nachts in seinem Schlaf einfach so. Hört ihr die? Das ist einfach meine Handybenachrichtigung. Esel. Schwachsinniger Name. Ja, warte, du hast meinen Angriff. Ja, das hast du gut hingekriegt. Richtig gut, ey. Wirklich auch. Sehr authentisch hier von Kimberly. Wie mache ich das denn jetzt hier vorne? Muss ich die Häuser anders platzieren? Smarty macht einfach der Wolf in Crusader nochmal OSC? Er hat Armbrustschützen, Bogenschützen, Schwerkämpfer, Pikeniere. Ey! Schon wieder meine fucking Ochsen hier. Deswegen kommt hier kein Stein rein. Jawohl, leg's nochmal ein bisschen zurück. Vielleicht treffen wir uns dann nimmer. Na, der wurde gerade auf dem Weg zum Vorratslager gedingst. Entschuldigung! Gedingst, finde ich auch gut. Warum kriege ich eigentlich kein Holz seit 5 Minuten, ey? Das liegt vielleicht an meine Bogenschützen. Und an meinen Bogenschützen. Ich komme hier halt, okay, dann halt kein Holz, wer braucht Holz? Du könntest aber auch im Automarkt, könntest du einfach 5 oder 10 Holz... Ich krieg doch kein Gold! Die Ratte kriegt doch kein Gold! Du könntest das aber hat er schon längst ausgegeben! Was?
Ja, okay, dann musst du halt Lanzenträger spammen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab jetzt doch ein bisschen. Ja, stimmt, mit Lanzen kann man eigentlich ja Geld machen. Auf Dauer. Nee, ich meine Truppen ausbilden. Ja, aber er könnte die ja Lanzenwirtschaft machen und dann durch das verdiente Geld dann. Ja, stimmt, Lanzen halt automatisch verkaufen oder permanent verkaufen, das stimmt. So ist was über 20 Lanzengeld verkauft und dann das Geld, was er dadurch macht für Nahrung und das nicht dort Truppen nehmen. Was haben wir jetzt hier nochmal? Oh, Digga, halt's Maul, Alter. Dieser dumme Berater, der mir immer sagt, was ich nicht habe, ey. Kein Leben, my Lord. Kein Leben, my Lord. Leben benötigt, my Lord. Gibt's auf der Kamel überhaupt Pech? Ja, wir brauchen mehr Leben. Wir benötigen mehr Leben. Ey, mein Holzfäller. Zur Stelle. Sehen wir heute wieder die offensive Turmstrategie? Ja, mal gucken. Also momentan arbeiten meine Steinarbeiter nicht schnell genug. Die offensive Turmstrategie, TM. Eingetragener Verein. Ja. Ist voll, gut, eingetragener Verein kann man sich auch machen. Zu Befehl. Ich brauche jetzt hier mal ein bisschen... Ja, doch, keiner zum Pech geht in die Mitte, ne? Doch, ist absurd, ne? Oh, Respekt. Unfairer Vorteil. Unfairer Vorteil, geh mit ihm, mach alles auf. So, gut, ja, ich bin jetzt soweit schon fertig. Mehr gibt's ja bei mir nicht zu tun. Oh Gott, schau mal, Buch. Hässlich aus. Richardsburg ist halt schön. Ich präsentiere einfach die ganzen 12-Jährigen, die das erste Mal dieses Spiel spielen. Ja. Und dann ich so, finde, oh, Burggraben. Ich finde, das Cosplay kriegst du ziemlich gut hin. Ja, ne? Ich weiß. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich spiele nur die Leute nach, die schlecht sind. Ja. Nee, gut, das heißt ja schlecht. Also sagen wir es mal so, die einen, sagen wir es mal so, einen sehr noch jungfräulichen Blick auf das Spielprinzip haben. Da, wo noch alles schön war und nicht so schwer und... Nee, durch die gespammt worden ist, wo es OP ist. Ja. Ja. Wo man einfach noch zugemacht hat. Genau. Aber ich glaube, der Wall ist nicht mal zu. Dafür müsste ich wahrscheinlich mal... überhaupt mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwie zukriegen kann. Wahrscheinlich nicht. Bei Tim würde ich mal fast sagen, er geht fast in Richtung Saladin. Bloß ein bisschen europäischer angehaucht. Hey Bruder, ich hab keine Ahnung, ich hab mich nur am optischen Äußeren des Sultans orientiert, deswegen weiß ich. Achso, stimmt, du wolltest ja Sultan machen, da war was. Aber hat der Sultan nicht immer eine runde Burg gebaut? Ja, aber es ist halt schwierig nachzumachen. Keine Ahnung, weil ich bin auch bei der Keys komplett raus, ne? Ich wünschte, das Spiel würde einem ein bisschen Tools geben, dass man besser mit Rundungen arbeiten kann. Ja, so eine Blaupause, die man einfach aktivieren kann, oder kann man die Mauern da langziehen oder so? So eine Blaupause, beziehungsweise es gibt ja im Editor auch so ein Lineal, was du aktivieren kannst, dass Sachen gerade gezogen werden in gewissen Richtungen und sowas müsstest du auch mit Rundungen machen können, dass du sagst, du ziehst dann quasi eine Runde. Das wäre schon irgendwie cool. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Achtung! Ja, aber das Bedürfnis, hier noch einen Turm hinzusetzen. Eure Beliebtheit steigt. Wir benötigen Tunnelbau konnten auch nicht. Ja. Ganz vergessen. Die konnten das ja nicht. Oh Scheiße. Okay, sehe, wo soll man den Tunnelbau überhaupt kennen? Das ist ich wollte mit denen gerade ausheben. Aber das können die ja nicht. So, Lord Pfister, so zeigen Sie mir Ihre Schleudern und Pfeile. Okay. Ja, von mir Kindlos geschleudert, Rukostein. Okay, lol. Lord Twister. Typischer KI-Angriff, let's go. Und los! Warum denn auf mich? Weiß ich bin doch der Schlechteste hier. Disagree. Dieser Titel ist noch nicht. Wird noch angefochten. Ich glaube, dass du das abwehren kannst. Weiß nicht so genau. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Die Soldaten so, mein Lord, wo müssen wir hin? Zeigt uns den Weg. Ey, was war das für ein Gebäude, was du da kaputt gemacht hast? Kannst du drüber haben, da steht noch da, was war. Dies war ein Marktplatz. Dies war eure Spielmotivation. Ah.
legit halt einfach so. Ich werde jetzt einfach besiegt hier. Also, du darfst die Truppen ja auch nicht wegschicken, musst du ja schon. Ja, aber schießen. Die wären jetzt ja runtergefallen, dann hättest du sie ja gekillt. Oh, das stimmt. Das Volk liebt euch, mein Lord. Der Schrank ist da, ja, das läuft. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Das Volk liebt euch, mein Lord. Kannst du mal aufhören, meine Ochsen dauernd? Um die Frage zu beantworten, alles nein. Unfähig, Mann. Immer diese stümperhaften Truppen. Fabian, darf ich vielleicht beim Burgkampf ausgeben, bitte? Meine stümperhaften Truppen. Ich belasse es mal bei einem ersten Abtasten. Warum, ah, okay, Fabian? Der Burgkampf tut nichts. Wir benötigen Steine. Weißt du, meine stümperhaften Truppen haben einfach den Sinn der LAN nicht verstanden. Ah. Komm, das halten die doch aus hier. Ja, du musst 10 Ball enger bauen. Enger. Okay. 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 Betrochen, Lord. Ich wusste nicht, wo ich hier reingerate, aber ich bin dabei. Boah, zwei Ritter, also Schwertkämpfer sind gerade so fast mit dem Leben noch davon gekommen. Aber halb tot. Achtung! Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Doch, du hast mich doch geschlagen. Naja, weil du die zurückgezogen hast. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, selbst wenn ich die reingejietet hätte. Das wäre knapp geworden, ich weiß es auch nicht. Nein, Kuga war nicht herzlos, der hat mich hier verschont. Ich wollte nur mal deine Stärke testen. Deine Entschlossenheit. Und was mischst du dich da eigentlich ein hier vom Westteil der Karte? Mach du mal deinen Krieg, Echt mal, lass mal ein 7 gegen 1 gegen Hutwild. Ich mach grad ein Wettfressen mit Damian, lass mich in Ruhe. Wettfressen. Das schweinische Wettfressen, das finde ich gut. Das ist ja super. Wie so die Lords auf den beiden Wertfrieden über so Hotdogs in sich rechts. Die Rüstung werden schon an der Seite die Scharniere geöffnet, weil die Rüstung das schon nicht mehr halten kann. Und essen tun sie auch. Ja. So, jetzt habe ich positiven Angstfaktor, der mir zwar meine Truppen schön stark macht, aber halt die Wirtschaft komplett lahmlegt. Das ist echt schrecklich. Glückwunsch. Danke. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Das finde ich nett, dass du mich damit beglückwünschst. Boah, mach ich doch gerne. Irgendjemand muss es ja machen. Wieder ein so ein Pikinier in der Mitte die ganzen Gebäude weggemacht hat jetzt. Was? Ja, ein so ein grüner Pikinier hat da gerade alle Gebäude gekillt. Ich weiß nicht, wer grün ist. Wer ist grün? Da oben ist Smarty. Okay, Smarty, das bedeutet Krieg. Du hast Hand an meine Bevölkerung angelegt. Ich wollte eigentlich zuerst die Ratte als nächstes angreifen, aber du hast dich jetzt freiwillig beworben für einen Angriff. Vor allen Dingen, wie Kimberly da auch konsequent nur Bogenschützen hingestellt hat. Ja, Bogenschützen, Lanzenträger, so wie es die Ratte immer macht. Zwei Lanzenträger, um genau zu sein. Ich kann mir nichts leisten! Ich glaube, nächste Runde probiere ich mal einen Schlangen-Cosplay. Ich bin mit meinem Wolfs-Cosplay noch nicht mal durch, ich muss den Burgkämpf ziehen. Ich muss sagen, die Konstellation hat schon was, so irgendwie. Ist schon ganz witzig. Ja, vor allem, wenn man halt jetzt nicht komplett reinschwitzt und jeden hier einfach weghaut, so, das ist schon... Warum haben wir nicht schon immer so gespielt? Ich verstehe es nicht. Gut, okay. Ich meine, es ist natürlich für zwischendurch mal lustig, so zu cosplayen, aber auf Dauer wollen die Leute schon ein bisschen... Wieder schon nee, Tor, nicht, dass man tryhardet, aber so, ich glaube, es ist für zwischendurch auf jeden Fall eine nette Abwechslung, sagen wir es mal so. Utwin will sich profilieren. Ja, genau, Prophylaxe ist genau mein Spiel. Ich glaube, Utwin will sogar ein 7 gegen 1 haben. Nein. Na, nein. Das Volk ist euch wohlgesonnen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Und in wie viel Angstfaktor hatte das Schwein? Ach, das ist eine gute Frage. Also, ich wollte gerade sagen, Vanilla minus 1, aber ich nehme mir ein bisschen kreative Freiheit raus. Auch mit dem Bios. Wobei, die meisten Burgen hatten nicht mal ein 1 tatsächlich. Die hatten zwar ab und zu so Galgen, aber die waren eher zur Deko. Wo ich ja wirklich sagen muss, was ich total weird finde, dass das Rechner das Schwein keinen Angstfaktor hatte. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk hat eine hohe Gerade bei ihm, bei dem Schwein hätte es mit am meisten Sinn gemacht. Ja. Mit negativem Angstfaktor, ja. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Weil so wird er ja auch erläutert in der Geschichte, ne? Dass er halt sehr grausam eigentlich ist. Also oder sadistisch halt auch, ne? Also Wulzek gefoltert hat, bevor er einen Umbruch hat. Ja, eben. Wulzek, Junge, Alter. Er hat's aber auch verdient. Okay!
Well, that escalated quickly. Er hat's aber verdient, ey. Ja, ganz ehrlich, weißt du, der gibt dir in der ersten Mission Befehl, dass du dort und dort ein Lager aufbauen sollst und dann hast du es aufgebaut und dann so Surprise Pikachu Face. Was, der hat doch ein Lager aufgebaut? Das hängt man sich so ein Lager aufgebaut? Ich bin voll alt für den Job irgendwie, denkt man sich so manchmal. Unerreichbar, Sire. Ja, da sind ein schön paar Bogenschütze auf dem Turm. Ja, gut. Die standen aber schon bevor du deine Armbrust. Ja. Ja, Herr. Lackaffe. Oh Gott, Lackaffe. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Und die Ratte greift an ohne hier Angriffsnachricht. Das ist aber gemein. Ihr habt doch. Lackaffe. Achso, Lackaffe hast du geschickt. Ja, okay. Das war das. Das muss noch ein bisschen auch nicht. Kim dann noch Sprachnachricht. Hilfe, Hilfe. Das muss Odfin Spam sein. Yeah. Ich will nicht sterben. Ja, sterb, ne? Ich sterb, ne? Das ist. Ich habe letztens. Das wäre jetzt irgendwie schön zu wissen. Kann man hier so ein Diplomatie-Menü jetzt irgendwie. Achso, das gibt es anscheinend nicht. Nee, das gab es, glaube ich, nicht. Das ist ja also doof. Diplomatie-Menü heißt wahrscheinlich wirklich nur hier F. Hier Enter quasi, dass man so einen Chat verändert. Ach, das ist wahrscheinlich damit gemeint, ja. Okay. Das ist, glaube ich, mit Diplomatie-Menü gemeint, ja. Ich hatte letztens ohne spezifischen Grund, doch eigentlich mit spezifischem Grund, alle Nachrichten des Schweins durchgeguckt und ich glaube, ich habe einen bleibenden Hirnschaden davon getragen. Fuck. Da kommt darüber, ey. So, na, dann gucken wir mal, was. Smarty übertreibt so ein bisschen. Ey! Ihr habt da nix gemacht und ihr habt gesagt, die cosplayen Wolf. Ja, aber der Wolf hat da nicht so viele Armbrustschützen, Bruder. Wolf baut eher auf kunstvollere Bogen. Ja. Ja, okay. Ist das Wolf genau. Oder kann das weg? Ja, drum, drüber, ich fass es nicht. Hey. Okay. Smarty muss man mal ein bisschen Einhalt gebieten hier. Ich geh wieder, Tom, alles gut, das ist sehr fies. Du kannst gerade überhaupt nichts gegen machen. Waffen geschultert! Manchmal hilft nur Muskeln. Tja, mal gucken, ob die Pikeniere da ein bisschen Schaden machen können. Diese Panikrekrutierung mit den. Smarty, du weißt schon, dass wir versuchen eher nach KI zu spielen, ne? Die Pikiniere habe ich nur gehabt. Schlag die Trommel, Blasterson, das Schwein ist der Mann, marsch direkt von vorn. Der macht das tatsächlich. Das ist Canon, ist es. Das ist Canon. Aber. Das Stronghold Extended Universe hier. Ja, das wird nichts bringen. Ich bin ja schon fast verleitet, gegen Smarty doch Belagerungsgeräte einzusetzen. Er bettelt ja förmlich darum. Einfach so gemacht. Eigentlich ist das schon sehr komisch. Richard Löwenherz ohne Katapulte, die eigenen Truppen wegsnipen. Das ist irgendwie schon ein bisschen. Ja, das würde ich auch hinkriegen. Wenn ich es versuchen würde, würde ich es vielleicht schaffen, aber. Naja. Ja, da jetzt wieder so ein Vorwort-Turm gebaut hat. Der Fister, ey. Ich hab damit einfach gerade alle Bauern von Tom ausgewiped. Gemein. Das Gefühl, ich habe ein bisschen zu viel positiven Angstfaktor. Ne, ist nur plus 2, also es geht eigentlich. Doch, ich kenne Woolsack natürlich. Das war doch einer von diesen beiden alten Säcken, die sich am Anfang von Stronghold 1 nicht einigen konnten, was die sicherste Methode ist, drauf zu gehen. Genau. So ganz zu beschreiben. Das finde ich gut, ja. Man sieht leider nicht, wer wie viel Geld hat, ne? Als Schwein müsste ich immer auf den reichsten gehen. Ich gehe auf den gefährlichsten und das ist einfach im Moment Smarty, weil er halt sich an die Regeln nicht so richtig halten möchte. Smarty! Meine Truppen werden deine. Wollten deine. Wie eine Fliege vom Brot fegen. Oder also irgendwas. Kann dieser besoffene Bastard jetzt mal bitte aus dem Baubereich rauswanken? Ich will hier ein Feld bauen. Junge. Wie heißt ja, der? Kaspar Hexenholzer, Junge. Kaspar Hexenholz.
Hexenholzer. Holzer. Holzer. Das ist ein anderes Spiel. Bouvere. Das ist aber ein anderes Spiel. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Okay, okay, alles klar. Nahrung, ich verstehe. Ey, guck mal. Ja? Also, okay. Ja, was wolltest du sagen? Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, jetzt sag. Ja, nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Rede. Ja, Rede. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht absichtlich deinen Apfelbauer da gekillt habe. Ich habe extra keinen Turm mehr an meine nördliche Ecke gebaut. Ja, ich reiß den ab, alles gut, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Aber die halt von meinem Bergfried, die Armbrustschützen haben den ab weggeknallt. Alles gut. Ich find's gut, dass du da versuchst, dich zurückzuhalten, nicht so wie Utwin letztens, der einfach einen Scheiß drauf gegeben hat und mich einfach zu Tode gemobbt hat. Ja, und nicht so wie Tom hier, der hier mit seinen zwei Armbrustschützen hier wieder eskalieren muss. Zwei. Da kommt schon nicht, nein! Ja. Nur so richtig hart weg eskaliert. So, einfach weg. Boah, ich glaube, wir müssen ein 7 gegen 1 gegen Smarty starten. Das übertreibt mir ein bisschen zu sehr, ehrlich gesagt. Was mache ich denn? Ich stell legit aber nur rum und rekrutiere. Mehr tue ich nicht. Und ich ja, das ist ja das Problem. Also, ich finde sowieso mittlerweile, dass Kurka immer so die Rolle der USA übernimmt hier in den Multiplayer-Runden. Immer so ein paar diplomatische Shenanigans so einfädeln im Sinne von, okay, ich glaube, der muss weg. Wir müssen zusammen. Das Ding ist, dass KIs halt auch nicht unendlich lang sammeln, eben, das ist ja das Ding. Irgendwann greifen die halt auch mal in so kleinen Angriffs. Keine Panik, keine Panik. Okay, was passiert? Panik? Ah, okay. Gut, das sind nur Pikiniere. Gut, das sind nur Pikiniere. Aber hey. Ja. Merkst du selber, ne? Bogenschützen, Verteidigung und ein paar Lanzenträger, das müsste die Ratte hinbekommen. Ich habe genug KI-Kämpfe gesehen, um zu wissen, wo das hingeht. Und das nach Wind führt. Dann versuche ich der Ratte doch jetzt einfach mal zu helfen. Ja, ich hab Löwen als beschützt die Schwachen. Jetzt geht das Konfigurieren wieder los. Ich sehe schon, ich wollte gerade sagen, Damian und ich etwa auf dem gleichen Weg. Er hat sich Interpretationen fürs Schwein genommen, Brot zu machen. Ich habe Bier hinzugefügt. Oh ne, ich glaube, du hast auch Bier. Ja. Warte, nee, ich sehe zumindest, dass das. Das habe ich nur noch nicht verkauft. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe Brauereien gesehen, aber keine Schenken bei dir. Fällt dir noch ein neuer Tor? Ja, mir fehlt an sich noch ein bisschen zuzumachen. Ich habe nur einen Steinbruch, das dauert. Oh, ja, yeah, okay. Understandable. Verständlich heißt das. Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Lauf mir jetzt die Leute weg! Du hast ein Haus kaputt gemacht! Da steht er jetzt aber auch und sagt, verständlich, dass du nur einen Steinbruch hast, wenn du guckst, alle haben nur einen Steinbruch. Aber okay! Ich hab keinen! Ja. Ah, dann ist gut. Alle in deinem Gebäude haben alle nur einen, ne? Er trat gebaut in Crusader. Ja, okay, du kriegst keine Steine mehr durch, weil Kurka mit den Bogenschützen ist noch drauf. Ja, ich hab mich entschlossen, auf Stein zu verzichten. Ich hätte eine kleinere Burg bauen sollen, glaube ich. Von der Fläche her, von der Grundfläche her. Na, es passt eigentlich so für Richard. Ja, ich finde die nötigen Steine. Ja, die haut hin. Das ist einfach, das ist so ein Durchschnittsding. Das ist nicht die kleinste von ihm, aber es ist so ein Ding, was er auch baut. Dankeschön. Ja, Kurs Burg ist schön. Was, da würde ich dir 10 von 10 geben. Oh, das, also jetzt, das läuft mir aber wie Öl runter, du. Ja, Fist erinnert mich gerade von seinem Ansatz her an die eine riesig große Wolfsburg, wo jetzt ja extra vorne Segment. Jetzt müsste noch mit Burggraben eingebuddeltes Segment kommen, auf einer anderen Seite oder so. Ne, ja, das wird so eine Sternburg, weißt du? Ich mach jetzt in 5 Minuten so einen Arm raus. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist dann diese mega Wolfsburg, die es da gibt. Nee, ich musste diesen Ball davon leider ziehen, weil Tom manchmal irgendwie, keine Ahnung, einen Schlaganfall kriegt und dann hier rüberkommt und die alle wegballert. Okay. Kann ich aber bestätigen, hat er schon früher gehabt. Ah, okay, ja dann. Mann, ey. Aber er ist trotzdem ein Lieber, also. Oh, außer wenn wir Age of Mythology spielen, dann. Ich hasse. Ich hab's so wie letztens gesehen, ob man es nicht.
Okay. Das werde ich ihm nie verzeihen. Wir mit dem Titan oder was das war, wie war das Welt und zerstört war, das stimmt, du hast mir doch irgendwann mal erzählt, dass du am Abend übelst gerätscht hast. War da nicht mal was? Ja, ich habe es neulich mal als Short hochgeladen auf YouTube. Ja. Kann ich dir nachher nochmal schicken, das war... anders wild, ja. Ja. Ich habe noch einer meiner Sternmomente. Okay, Ratte Cosplay in Crusader ist einfach so scheiße, weil die Apfelfarm mit 50% weniger, das geht einfach nicht. Und los! Hm. Ja, ich merke es auch die mit. Haupteinnahmequelle von der Ratte, die Apfelfarm. Ja, und die Steinhut, so bei der Kurve. Ja, aber ja, okay, ich habe ungefähr 20 Steine Runde bekommen. Ich merke es auch mit dem Schwein bezüglich Käse. Das klappt so nicht. Ja. Unter normalen Umständen. Ja. Käse ist Käse. Ja, ich glaube. Meine Wobei, eigentlich haben wir uns relativ gut platziert. Das, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja zwischen Captain und Udwin hier. Also, bis auf Holzfäller, die mal ein bisschen zu weit rausgehen, jo, trifft sich da eigentlich nichts. Ey, guck mal, meine Leute. Ich wollte gerade einen Angriff gegen dich starten. Ich muss zurückschießen. Dann scheiß, schieß mal zurück. Ja, scheiß gesehen. Boah, wie die halt alle wirklich fast One-Shot weg sind, meine Bogenschützen, das Wahnsinn. Nein, meine Lanzen! Was gibt es? Nicht die guten Lanzenträger. Pissen! So aggressiv mit dem P, Junge. Ach, du spielst die englische Version? Ja, ich hab's noch nicht umgestellt auf Deutsch. Was nicht. Das hab ich komplett vergessen umgestellt. Das denn nicht gegen Smarty? Das Problem ist, Smarty, ich will Smarty nicht angreifen, weil Smarty spielt nicht richtig mit, so für mich. Der ist einfach so. Guck, er ist in der Resignationsphase angekommen. Nee, Smarty hat einfach keine Lust, sich an die Regeln zu halten, deshalb spiele ich da. Phase 3 Resignation. Ja, aber dann greift doch eben sonst wen an, wäre das gut. Du könntest mich auch erlösen. Ja, ich weiß nicht, dann sitzt du halt die ganze Zeit nur rum und spielst nicht mit, das ist halt auch nicht so Sinn der Sache, weißt du? Er will dich leiden lassen. Ja. Spart dich bis zum Schluss auf. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Raidet die ganzen harten Kämpfe um nachher einfach nur die Ratte und dann ist das aber die gepimpte Ratte, du könntest, ne? Würdest du mir den Gefallen tun, die vier Bogenschützen oben von dem oberen Turm irgendwo anders hin zu tun, dann könnte ich einen Steinbruch bauen. Na gut, okay, dann will ich mal nicht so sein. Okay, danke schön. Jo, was ist denn mit dir los, Tim? Was mir jetzt halt auch, weil ich auch gerade schon vorhin... Was ich aber vorhin auch noch erwähnen wollte, gerade beginnt die ganzen bezüglich, ich wünschte, wer jetzt mehr Geld hat, das fehlt mir auch noch so ein bisschen, die mächtigste Herrscheransicht, wo wer jetzt wie viel Gold hat und sonst irgendwie, ist mal irgendwie immer cool. Ja. Oh mein Gott, jetzt kann ich da ewig kein Gebäude mehr. Überhaupt auch die Stimmen. Ihr seid der... Ja, genau, die Geisterstimme. Ja. Gab's hier aber auch schon das Zeichen, Alter, mit der Bergfried ist komplett? Nee. Nee, ne? Okay. Das, glaube ich, ist erst ob Crusader käme. Ja, weil ich hatte nämlich auch schon die ganze Zeit jetzt geguckt, so, irgendwie fehlt mir das gerade. Okay, du schießt da jetzt aber auch ganz schön meine Wirtschaft platt, da muss ich jetzt aber auch mal langsam. Ich will eigentlich, pass auf, ich zieh die weg und du ziehst diese vier Bogenschützen vom Turm weg, bis mein Wassergraben fertig okay. Aber nur bis der Wassergraben fertig ist. Ja, dann ist wieder... Okay. Alter, das waren ja gar keine vier Bogenschützen, das waren ja 40. Nee, ich wollte die gerade hinschicken, die war schon auf halbem Weg dort, deshalb. Okay. Aber dann hast du dieses durchaus erwachsene Angebot gemacht und darauf bin ich dann eingegangen. Okay. Jetzt habe ich keine Kapelle mehr, weil er mir die Kapelle geradet hat, ich blick's nicht. Ich werde dir Bescheid geben, sobald der Wasserkram fertiggestellt ist. Ein Momentchen dauern. Bringst du eine Botschaft mit deinem Boten vorbei, den Boten töte ich und das Papier nutze ich zum Hintern abwischen. Ach, ganz ehrlich, ich rufe eben rüber. Das stimmt. Das ist... Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Ich schreite auf ihn und zu die Leute, die gerade Chrom. Chrom? Ha? Chrom Hellscreen? Vorgaben. Ach so. Die sind jetzt gestorben. Er hat einen Herzinfarkt bekommen.
Wieso, was denn passiert? Na, beobachte mal, da schießen welche von Kurgas Turm. Achso, die schießen immer noch zum Steinbruch. Ja, okay, dann egal. Hä? Eigentlich? Ja, vom... Ah, doch, ja, jetzt sehe ich. Okay, warte, ich schicke die nochmal zurück. Das wird ein Ding der Unmöglichkeit, dieses Torhaus wieder zu rebuilden. Wieso? Weil so viele. Ja, das hatte ich auch gerade mit meiner Kaserne so. Da war ich auch gerade die ganze Zeit dran, so scheiße, wie kriege ich das jetzt wieder aufgebaut? Das war wirklich gerade ein Problem. Alter, wie viel Schwertkämpfer hat Smarty bitte? Ja. Smarty. Immer nur. Smarty, du musst mal irgendwann mal angreifen, gell? Der erste Angriff vom Wolf sind 40 Truppen. Ja, stimmt eigentlich. Ich habe auch viel zu lange gewartet eigentlich mit meinem ersten Attack. Also hier drüben ist schon die Action so. Ich greife hier erstmal so ein bisschen an mit so kleinen Trupps. Auf wen geht der Wolf? Auf den stärksten, oder? Dann nicht weiß. Stimmt, Wolf geht normalerweise auf den nächsten, der am nächsten dran ist einfach. Wirklich? Und wenn es einen Spieler gibt, Spielerfokus und danach auf den nächsten. Das, so weiß ich das noch. Ich werde das jetzt. Ich wollte sagen, Wolf geht doch immer auf den Spieler. Im Ei. Ja, gut, ey. Nee, der Wolf geht immer auf den nächsten. Nee, nicht auf den Spieler. Das ist die Ratte, was das macht. Achso, ja, in der Kampagne Ratte, ist man halt leider immer der Nächste, ne? Ja. Weiß ich selbst am nächsten. Ist der Graben jetzt fertig? Kann ich jetzt wieder zwei Bogenschütze hinstellen? Ja. Gut. Zwei finde ich in Ordnung. Anfang. Ist ein Anfang. Okay. Boah, da kommt jetzt ein großer Rattenangriff. Huiuiui. Ja, und das Schwein. Eins der Schweine rückt da gerade aus. Ja. Ein großer Rattenangriff. Ungeschützte Leute mit einem Stock in der Hand. Hey, aber dieser Stock hat am Ende einen Eisenspieß dran. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Ich stell mir da so einen vor, weißt du, Smarty so mit seiner Ultra-Armee als Schwertkämpfer. Und einer sagt, ja, da kommt ein paar Leute mit dem Stock. Und dann Smarty so, wow, wow, wow. Aber der Stock hat einen wow, wow. Oh, oh, wow, 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 wow. Komm mal kurz wieder runter, ey. Komm mal runter, ey, komm mal runter. Das waren 50 Speerträger, jetzt sind es nur noch 60. Ich bin nur nirgends angekommen, ey. Die sind alle so nutzlos. 50 Speerträger gehen raus, 60 kamen wieder zurück. Meine Männer haben einfach den Plan nicht verstanden. Die enttäuschen mich einfach. Die sind nicht wert, in meiner Armee zu sein. Die Männer der Schweins, die kennen denn nur eins. Den Sieg, bald sind sie da. Gott, war das schrecklich. Stimmt, ich müsste auch mal anfangen zu singen beim Danke. Angriff. Ich müsste auch mal anfangen zu singen. Pista, wenn Koga dich oft angreift, zacke, 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 heu, heu, heu. Moria legen, ja, genau. Ich hab's akustisch gerade nicht verstanden, was hast du gesagt? Nee, im Chat wird gerade geschrieben, guten Abend. Bitte etwas später dran, das ist was anderes. Es wurde geschrieben, wenn Koga dich oft angreift, lass ihn das nächste Mal in Return to Moria liegen. Absolut. Okay. Ja, verständlich. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Bitte. So, ich schicke jetzt mal einen realistischen Angriff zur Ratte hoch. Nein, das gibt's nicht. Was ist hier los? Nein, das ist nicht gut. Ist nicht gut. Es werden Waffen benötigt sein. Stell dir vor, du spielst Rattencosplay und kommst dann mit 200 Schwertkämpfern bei Kampagne. Ja, stimmt. Ja, wir sehen das alle nicht, aber Kimberly, irgendwo sind die ganzen Schwertkämpfer. Ja, nach neuester Lore kann die Ratte einfach aus dem Feuer entfernen und fachen und 300 Schwertkämpfer losschicken. Achtung! Ja, Herr. Einfach Extended Universe, sage ich da. Du Bauer! Bitte. Achtung! Ja. Ist ja nett. Ist schon ein bisschen grausam. Und Bauern sind super wichtig gewesen im Mittelalter. Trotzdem mochte sie niemand. Ohne Bauern die Wirtschaft sonst nicht funktioniert und die drei Stände konnten sonst nichts reißen. Ja, ist ja doof. Ja, ist ja gut. Oh nein, Schwertkämpfer von Richard. Essen die sich nicht selber? Ich könnte ich
ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, habe ich wirklich das Gefühl, einen KI-Kampf zu sehen. Das ist gerade das nächste, was wir eine Crusader Definitive Edition kriegen, Leute. Wir haben es jetzt schon gespoilt. Gerade jetzt. Weißt du, vielleicht schreibe ich dann ein Thumbnail bei dir rein: Crusader Definitive Edition Multiplayer? Early demnächst, demnächst auch auf ihrem PC. So richtig reißerischer Titel einfach. Jetzt gucken, wie weit diese drei Schwertkämpfer kommen. Schon ziemlich weit. Die haben sogar einen +2er Kampfbonus. Man darf nicht vergessen, die Schwertkämpfer in Song 1 halten ja sogar mehr Pfeilschüsse aus als die in Crusader. Oh. Echt? Ja, die in Song 1 halten 200 Schüsse aus, die in Crusader glaube ich nur so um die 130 irgendwie so nennen. Ich muss fast von den 10 von 10 fast einen Punkt abziehen, das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass der eine Turm kleiner ist als die anderen. Kann das sein? Ja, das ist richtig, weil der Stein im Weg ist. Also ich konnte den tatsächlich, aber vielleicht jetzt, also ich hatte da vorher einen Pfeilmacher gebaut, vielleicht kann ich das jetzt nicht klappen. Probier das jetzt mal ganz kurz, extra nur für dich. Das ist super. Es sind nicht immer, beide Seiten sind nicht immer gleich groß, weißt du? Das ist einfach manchmal so. Es geht nicht um die Größe, Freunde, merkt euch das. Die Technik. Ja. Aber es geht nicht nur um die Größe, aber die hilft trotzdem auf jeden Fall. Ja, genau. Frag mal Günther, der sagt bestimmt größere Keule gut. Ach guck mal, jetzt kann ich tatsächlich dann größeren Turm entsetzen. Ah, ist es jetzt wieder eine 10 von 10, oder? Jetzt ist es wieder eine 10 von 10, ja. Das freut Wobei mich. Wobei es mich jetzt ein bisschen stört, aber das ist kein Punktabzug, dass das Torhaus direkt am Turm steht. Ah, okay. Naja, das ging leider auch nicht anders zu platzieren. Wenn da so drei Mauersegmente zwischen wären, das wäre schon... Drei? Oh, das war... Nee, das ist zu viel. Das geht nicht. Da ist der Berg schon im Weg. Oder ein Schwein gehabt! Schwein gehabt! Okay, ich probier's mal auf einen Mauer. Hat's Marty angegriffen oder wie? Ja, 15 Schwertkämpfe und 15 Armbrustschützen zu immer. Tut mir leid, ein Mauerabschnitt passt da nicht zwischen, sorry. Geht das aber auch, wenn man jetzt hier so in der Pocket ist, man kann gar nicht wirklich raus. Das ist eine Bäckerei. Ich versuch grad mal meine Burg noch ein bisschen zu verbessern. Ich würde ja gerne mal zu einem anderen gehen, aber das Problem ist, ich komme leider nicht so einfach durch die Mitte durch, ohne komplett abgefeuert zu werden. Ich habe keinen direkten Zugang zur Mitte. Ich muss immer an irgendeinem vorbei, das ist halt das Problem. Ach, mal. Das sind nur die Ecken, deswegen. Nur noch drei. Okay. Das kostet zwar ein bisschen Stein hier, aber wir sind ja gerade eh in einer entspannten Runde, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Sind das ist Smarty mit seinen 500 Armbrustschützen angreift. 500? Ich hab 60 Armbrustschützen insgesamt. Ja, das sind 60. Aber sagen wir mal 40 zu viel. Das sind, okay. Sind 59 zu viel. Ah, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Der Rest wird konfisziert. Ja, ich habe auch 40 Armbrustschützen, wenn ich mal honest bin. Der Rest des Eigentums ist voll. 40 Armbrustschützen zur Verteidigung, finde ich, geht eigentlich noch klar für eine KI. Ich hab 50. Na, das ist schon ein bisschen zu viel, finde ich. Das halte ich nicht mehr für realistisch. Das Schwein hat 40. Schwein hat 40 in der Verteidigung. Zum Vergleich. Ja. Das Schwein hat 40. Ja, ich habe 41. Und der Wolf hat. Ja, der Wolf hat in gleicher Masse ungefähr. Also in gleicher Anzahl Bogenschütze und Armbrustschütze. Und das sind ungefähr jeweils, ich glaube, 35. Also insgesamt 70 hat er. Plus halt Belagerungsgeräte. Tongeräte. Und Feuerwehren, wo die Armbrustschützen produzieren, um auf Bogenschützen. Das klingt nach einer Maßnahme. Dann wird's mehrere 2, dann wird's mehrere 1, dann wird's mehrere 50-50. Aber sowieso Armbrustproduktion, also Armbrustüberproduktion, wo ich einen Großteil verkauf. Der erste Royal Definitive Edition KI-Kampf, genau. So ein bisschen, ja. Ein Kampagnen-Editor wäre nice, zum Beispiel Missionspacks, Zwischenszenen und so weiter. Da, hey, Utwin, da haben wir uns doch neulich drüber unterhalten. Da habe ich schon mal gesagt, dass es noch richtig gut wäre, wenn die im Editor noch Möglichkeiten geben würden, dass man Kampagnen selbst aneinander reihen kann, mit Videosequenzen zwischendrin und so, dass man wirklich ganze Kampagnenpakete erstellen kann. Und dass es nur Einzelmissionen sind. Jetzt mal, also Tunnelbau selbst einsetzen sollten wir aber auch nicht, ne? Tunnelbauer haben wir nicht verboten. Das war jetzt so eine Überlegung, nämlich. Also, Tunnelbauer sollten doch eigentlich okay sein, oder? Du hast recht, Tunnelbauer sollten ist klar, okay, weil mir fällt gerade ein, Richard nutzt ja auch Tunnelbauer. Ja, genau, deswegen ist Kugel auch damit einverstanden. Richard ist die einzige KI, die Tunnelbauer einsetzt. Ja. Warum ich da selbst nicht drauf gekommen bin, frage ich mich gerade. Du, Richard, mal. Ich muss jetzt glauben, ist Richard nicht da die einzige, der dich hernimmt? Nee, Esel? Ist gut, Utwin. Na, ich würde nur gucken, da.
Du beleidigst meine Gefühle. Du, Tunnel. Du, Bauer. Okay, also. Der war cool, der war cool. Ich habe mich verbrannt. Glückwunsch. Sagte der Bauer nicht. Ich. Alter, was willst du denn da jetzt für eine Wasserlandschaft ausheben, Tim? Ich? Ja. Ja, ich experimentiere nur ein bisschen gerade. Ich muss sagen, ich finde es sehr cool, dass die Gräben jetzt so Animationen haben, so kleine Wasser-Floating-Animationen. Ja. Ja, ist das. Schaut ganz nice aus. So ein liebliches kleines Detail, das mag ich. Alter, Koga, ich schieß zurück. Sagt er das? Ja, das sind halt meine zwei Bogenschützen, aber ich kann die auf Verteidigungshaltung setzen, aber dann schießen die, glaube ich, trotzdem noch. Ich versuche die mal in die eine Ecke meines Turms zu stellen. Ne, die gehen da trotzdem noch hin. Er kommt da mit seiner ganzen Armee. Hey! Keine Kollektivstrafen hier, bitte, ja? Der Wolf nutzt Koi-Bogenschützen mit dem Angriff, ne? So war das, aber er nutzt Raumschützen. Arabische Bogen. Oder? Nee, arabische waren, glaube ich, für die Stürme. Das waren die Ausfalleinheiten, um seine Bauern zu schützen. Armbeschützen also waren nur im Angriff. Armbeschützen, Schwertkörper, Beginn. Okay. Ja. Es ist smart, hier anzugreifen, das bringt überhaupt nichts. Magmi anzugreifen, bringt auch nichts, weil da müsste ich an Tim vorbei. Ach scheiße, ich bin so blöd. Mein Bäcker. Okay, den muss ich nochmal neu platzieren. Nein, das hat... Hä, was ist das denn? Achtung! Ja, hör! Sehr, sehr interessant. Hä? Okay, sehr komisch. Gut, das heißt, ich brauche eine neue Bäckerei. Bäckerei. Wie heißt die Nummer beim Rewe, die Bäckerei? Sternbeck. Ja. Du schießt sogar meine Hühner ab, was ist das für eine Frechheit? Ich will nur hier meinen Graben fertig machen. Okay. Ruckzuck, ruckzuck, ruckzuck. Kein Stein mehr für mich. Ich hab keinen Stein. Ja, Herr. Kein. Kein Stein, ruft mich an. Kein Stein, kein Stein. Nur okay, Tim. Jetzt hat jeder einen Stein-Joke gemacht, ja. Finde ich gut. Ich und mein Stein. Alter Tom, bitte. Wähle die 0190 und verlange keinen Stein. Warum baust du denn jetzt einen tollen zu mir, Körker? Ich will gucken, wohin der geht. Ob der jetzt zu dir geht oder zu Smarty geht, da bin ich jetzt mal gespannt. Da kommt ein Weil man sieht es leider nicht mehr. Man sieht es einfach nicht mehr. Gerade von der Erhöhung könnte das echt risky werden. Das heißt, ich muss jetzt da wirklich noch einen. Das ist halt so nervig. Ich will da sein hier, aber ich muss es jetzt tun. Was? Naja, ich kann mich in Toms. Ich will da nur ein bisschen viel sagen. Ja, musst du mal selbst angreifen gehen. Ich krieg die Armschützen runter. Jetzt wird sich darum gestritten. Ich krieg die Armschützen mir runter. Ja, das ist jetzt unvorteil. Ich frage mich ja echt, was der Tunnel jetzt... Ah, der Tunnel... Ah, okay, der Tunnel ist doch zu überlegen. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Boah, ich muss immer noch wieder... Man kann ja wirklich einfach in die Burg einlautschen. Kimberly, ist das hier jetzt so unten? Ja, das ist intended by design. Das ist wirklich gewollt so. Ja, aber bei manchen Ratenversionen geht's ja nie. Ja, bei manchen geht's schon. Das ist aber einer der Ratenburg, wo es geht. Bei manchen geht's nicht, aber bei manchen geht's schon. Ich glaube, das Schwein ist der beliebteste Herzog, das weiß ich nicht. Nee. Also von den Sprüchen her. Von den Sprüchen, so, ja, die Sprüche, die sind cool. Aber vom Herzog an sich würde ich sagen, ist er wahrscheinlich sogar letzter Platz. Ratte und Wolf sind, glaube ich, mit am beliebtesten. Die Ratte einfach wegen dem trottligen Comedy-Element. Wolf einfach, weil es ja quasi der stärkste und coolste ist in der Hinsicht. Und die Schlange ist eigentlich auch sehr gemocht. Fragt sich sowieso jeder, warum die von Firefly vernachlässigt wurde. War Schlange nicht der einzige Herzog, der sie irgendwie näht, der irgendwie keine Söhne nicht gehabt hat? Ja, der einzige, der keine Söhne gehabt hat. Aber die Schlange hat da diese Littlefinger-Vibes einfach nur die.
Ja. Oh, kann dieser hässliche Bastardbauer sich jetzt mal bitte verpissen da aus diesem Wassergraben, Alter? Was, was soll ich machen? Verpissen, ne? Aus meinem Graben, ne? Obwohl, wenn Weib mit, das ist. Okay, ich schicke dir übrigens mal meine vier Mönche, die passen nicht zum Wolf. Okay, die kommen quasi zu ihrer Exekution, finde ich gut. Ja. Okay, ich find's unfair, dass ich keine Mauern umsonst bauen kann, wenn ich kein Geld hab, wie die scheiß KIs. Das ist so unfair. Ich gleich mal. Ich rufe sofort bei Fireflies an. Ich wollte gerade sagen, gleich mal Firefly ein Ticket schreiben. So, okay, Firefly. Die Lage ist folgende: Ich habe mal wieder wie jeder andere normale Mensch die Ratte gespielt und finde es ziemlich scheiße, dass ich in meiner schlecht gemanagten Burg keine kostenlosen Mauern bekomme, wie die KI Story gesagt hat. Ich stell mir warum nur vor, darf die Ratte das und warum ich nicht? Ich stell mir nur vor, wie einer von Firefly, der so mit dem Kaffee steht morgens, sich das anguckt und einfach wieder ausmacht, denkt, ne, ich mach heute krank Scheiß drauf. Rechner direkt runter. Ich geh wieder nach Hause, ich bin krank. Immer Homeoffice. Was ist das da, was da vor Damian Burg ist, da diese, neben dem Gegend? Übrigens, Gideon, du tust die ganze Zeit meinen Ochsen noch anschießen. Das ist eine Senkgrube. Das ist eine Senkgrube. Was macht die? Kannst du bei Strafen und andere Strecken schrecken und dann ist das direkt neben dem Galgen. Also ist das halt auch ein negativer Angstfaktor, ja? Ja, ja, ja. Genau, ja. Aber boost du deine Wirtschaft im Zweifel. Man könnte ja wirklich meinen, hier oben kämpfen alle KIs gegeneinander und da unten sind die einzigen beiden Spieler, die im Koop-Modus gegenseitig fighten. Unten links und unten sind die einzigen beiden Spieler, die da mitmischen, versuchen die KIs kaputt zu machen, aber es nicht hinbekommen. Das ist einfach so die Stronghold Crusader, die Walmart Edition, ey. So, ich möchte den Kümmerli angreifen, sodass es wirklich gefährlich werden kann, weil es halt irgendwie so unfair ist. Er kommt wohl halt wirklich komplett drauf. Aber schick doch deine Truppen in so kleine. Und er schätzt nicht meine mächtige Armee! Eines Tages werde ich euch wie eine Fliege vom Brot wissen, ich sag's euch. Wenig Armbrust schützen. Digga, Sparti, Alter. Mir mach ich nichts. Völlig übertrieben, Alter. Richtig krass. Weil kriege ich jetzt eigentlich den Stein, um endlich mal meine Mauer da zu reparieren, die von dem scheiß Tunnelgräber kaputt gemacht wurde. Kaufen? Ja, hä? Ja, kaufen? Jo, alles klar, ey. Mit welchem Geld? Tja, Steuern nehmen. Mit welchem Gold, mein Führer? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass 5 Steine 70 Gold kosten. Ey, auf den Schützen. Den möchte aber nur vorbeilatschen. Und 100 Ostmark. So, und wenn jetzt bist du, Mode. Wo war Gonda, als die Ostmark fiel? Halt, Moment. Das war richtige Trash-Angriffe einfach. Ja. Das Ding ist, ich kann halt keine Tunnelbauer auf der einen Seite des Flusses bauen, deshalb muss ich rübergehen. Und schaffen sie es? Nope. Er hat da eine Verteidigungslinie, Utwin hat da eine vorgezogene Verteidigungslinie. Nee, das ist nicht Utwin, das bist du. Eben. Achso, toll. Okay, ich hab grad Standbild. Wie ja, ich ja, System sagt Resyncing. Genau, es hat grad gesinkt. Okay, ja. Guck aber auf, deine Schwerkämpfer. Ja, die gehen auf der Westseite des Flusses daraus. Kann ich jetzt auch nichts machen. Das Problem. Nein, schützen, nicht schießen. Aus. Aber ich hab 70 Gold für meine Mauer. Meine mächtige Mauer. Keine okay. Du Mauer. Ist gar durchgeht. Du Mauer. Du Maurer. Du Maurer. Smart, ich dachte gerade, du machst Wolfs-Cosplay und sammelst deine Truppen auf der Mauer. Ich hab so langsam Angst vor Damian. Naja, ehrlicherweise. Boah, du Scheiße, wie viel Hand denn das? Ich meine ja, Damian macht so gerade wirklich so den Power-Gamer, der so sagt, alles klar, jetzt habe ich so langsam meine 100 Armbrustschützen, jetzt bilde ich mal die 200 Pikiniere aus. Ja, naja, voll Kolbis.
Komm, wenigstens eine Holzfällerhütte von uns. Muss fairerweise sagen, sowohl Gideon als auch Captain waren beide von Anfang an nicht der Ansicht, dass man sagt, ich weiß eh nicht, was für eine KI ich mache, ich spiele einfach. Von daher, wo keine Erwartungen waren, wird auch nicht enttäuscht. Ich kann eine KI nicht mehr nachbauen. Ja, ich kenne auch keine. Also, ich kenne die schon vom Spielen her, aber ich wüsste nicht so. Das Volk huldigt euch, Sire. Achtung! Digga, wie lange spielt man eigentlich schon in der Runde? Seit Simmy, ne? Schon über eine Stunde. Eine Stunde. Ja. Ich bedenke, wie lange manche Runden schon waren. Gut, dann. Also, stört mich auch überhaupt nicht. Ich finde die ganz entspannt, die Runde eigentlich. Ich mach mal anderes. Ritter nimmt der Wolf ja an die Tiere, ne? Gurka, wie geht die Schick da noch zum Ritter zum Töten? Bitte nicht alle durcheinander sprechen, ich verstehe sonst niemand. Entschuldigung. Was hast du gesagt? Ich schicke da zwei Ritter zum Töten, nimmt der Wolf ja nicht her. Okay. Mann, Kimberly, warum greifst du da meinen Pecher, ne? Ich kann das nicht sehen, wenn jemand anders Fire benutzt als ich. Okay, fair enough. Junge, wie lange diese Ritter jetzt so einfach leben werden, weil man ja, was für eine riesen Streitkämpferschlange. Was? Hä? Aber das Schwein benutzt doch die Streitkolbenkämpfer und nicht die Schlange. Also, oh mein Gott. Der hätte von mir kommen können und es wundert mich, dass er nicht von mir gekommen ist. Sehr gut. Alter. Frage ist, wo wollen die hin? Wir Schweine müssen zusammenhalten. Wir haben keine Chance. Bewegt euch! Diese Streitkolbenkämpfer sich in seine Tod stürzen. Die Männer des Schweins kennen nur eins. Damien, da fällt noch die legitime KI-Pause, nachdem man Gebäude zerstört hat. Alter, guck mal, da kommen jetzt noch Ute, das ist schon interessant. Zugucken. Das wird nichts bringen, weil Smarty hat einfach zu viele Armbrustschützen. Und Bogenschützen. Und selbst wenn die das Tor öffnen können, hat Smarty ja immer noch 100 Schwertkämpfer. 100. Mindestens 100.000. An 20, aber okay. Nee, also das sind. Also wenn du. Gut, okay, wenn du Pikeniere und Schwertkämpfer zusammenrechnest, sind das locker 40, 50. Ist dann mindestens gleich, ja. Ja, siehst du. Und da kannst du mit 80 Streitkolbenkämpfern ankommen, die werden da keine. Vor allem, weil Streitkolbenkämpfer nicht sehr stark sind gegen Schwertkämpfer. Ja, die gehen da in Massen drauf. Die gehen da in Massen drauf. Das wird. Das stimmt ja auch. Wieso ist das Tor zu? Alter! Ich seh schon, wie der Konflikt da unten im Süden eskaliert, ey. Das ist einfach eine andere Welt. Das ist einfach der Erste Weltkrieg wieder auferstanden. Ja, wirklich, Erste Weltkrieg da unten, ey. Schützenturm geraben. Ich weiß nicht, also wenn Kimberly, ich, Damian und Utwin uns zusammentun und einen gemeinsamen Angriff auf Smarty starten, dann könnten wir es vielleicht schaffen. Ich brauche nicht die Hilfe von niederen Lords. Von niederen Bauern, einfach so zu Richard Löwenherz. Ratte zu Richard Löwenherz. Ja, okay. Ist angekommen. Ich muss dich enttäuschen, Gideon. Leiterträger können nicht von Pikinieren benutzt werden. Aber sie greifen auch nicht an. Das ist das Witzige. Wie cool das aussieht, wenn die Tunnelgräber einfach die Mauer einhacken mit ihren Spitzhacken. Wo machst du das gerade? Da hinten, ganz unten. Da hinten? Ach so, da, ja. Du bist gemein. Direkt gegenüber von da vorne. Ach, ich wundere mich da, wo mein Gold hingeht. Ich hab Autoverkauf und Autokauf von Stein. Oh mein Gott. Autschi. Unangenehm. Das wird Kurk in der Ohne für deinen Baumvollgehör kommt. Scheiße. Hatte ich das auch gehabt? Ja, du hast es bei der Ohne Map auch gehabt, wo die ganzen Bären und Wölfe und Hasen waren.
Du hast das auch. Ja, stimmt, hast recht. Ja. Was ich aber interessant finde, ist, dass meine ganzen Ambro-Schützen wie keine Chance hatten. Ja, da hat doch 100 Ambro-Schützen stehen. Ja, hatte ich auch. Ha. Gut, er hat es auf zwei Türme verteilt. Bei dir waren die Stellenweise auf der Mauer unten drauf. Ich glaube, das hat nochmal viel ausgemacht. Ja, aber ich habe auch plus zwei Bonus gehabt. Ich hab nix. Bringt schon ein bisschen was, aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen Manchester Square Lore, die dazu geschlagen hat. Okay. Ja gut, wie wollen wir uns einigen, dass wir die Runde jetzt langsam mal zu Ende führen? Weil ich würde jetzt schon ganz gerne so ein 4 gegen 4 mal machen. Ne, warte kurz. Warte kurz. Warte mal kurz, so, jetzt wird gleich der jetzt kurz so. Der Rasier rausgepackt. Richtig auffange. Der Rasier rausgepackt. Oh, hold on. Was kommt denn da unten? Hodor? Schwingkämpfer! Oh mein... Okay, ich sehe den Plot-Twist. Also, das ist der typische Kugel-Move. Ich schicke meine ganze Melee-Brigade woanders hin und werde selber gefinished. Du wirst gefinished gerade? Nein, aber... Mod me! Hat da gerade ein paar fähige Schwerkämpfer. Hast du mich gerade über eine andere Person gedisst? Respekt. Hätte er selbst nicht besser machen können. Hätte ich nicht besser machen können. Ah, es könnte aber sein, dass er es überlebt. Ja, die Armut zu machen, Gott fade out. Boah, stark. Ey, hier, ein Plot-Twist nach dem anderen. Einfach so ein Anime-Betrail-Move, der ultimative. Ja, hätte ich nicht gedacht, also... Hey, ich fusioniere mich jetzt mit mir selber, so mit meinem echten Ich hier, mit mir Kimberly, so, jetzt... Okay, wird hier das langsam hier mal, hier müssen die Leute arbeiten? Digga. Zwischendurch auch mal ein Schrein, dann Hilfe geht auch. Boah, aber kann sein, dass ich es nicht schaffe mit der Truppe, weil die haben halt minus 2 Angstfaktor. Das ist aber nicht so sicher. Warte, was? Richard mit negativ Angstfaktor? Ja, ich habe das jetzt mal umgeswitcht. Echt? Damit ich jetzt mal Kraftdruck mal ausbilden kann. Was? Okay. Ich bin quasi die böse Version von Richard. Wow. Ja, Richards böser Zwillingsbruder. Ricardo. Engländer sind sowieso weiß. Ricardo. Oh boy. Ich bin Ricardo Löwenherz. Ja, endlich. So ein ganz was machen Aufbau, denn die hier unten? Mit so einem Sombrero oder so. Mit so einem bösen Schnauzer, weißt du? Ja, genau. Die waren da, Kimberly, die waren da unten, weil ich da mit Tunnelgräbern die eine Ecke da weggemacht habe. Tja, Okay. Immer ein bisschen mehr. Boah, das sind so viele Lanzenträger da. Boah. Okay, ich hab einen Bug. Wieso? Ich hab kein User Interface mehr. Okay, kannst das mit Linksklick, also wenn du Linksklicks machst und dann die Maus nach links bewegst, kannst du es ein- und ausblenden. Ah! Okay. Klar. Muss ja aus Versehen gemacht haben. So. Gibt da Minder Provider, die schon an hier ist ein anderes Spiel. Ja, das war ein anderes Spiel. Ja, okay. Der eine Lanzenträger, der noch einen Windhauchbau bevor er krepiert, Alter. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Hä? Achso, Leute. Bitte! Ich weiß, es ist ein Fehler, aber ich mach's trotzdem. Oh mein Gott! Bitte nicht! Passt aber auch ein bisschen zu Richard, muss ich sagen. Ja, Junge, ich bin so. Ja, ein Richard, Eimer. Ich glaube, Richard ist so ein Frauenschläger. Richard ist einfach so ein Frauenschläger. Yo. What? Yo. Der nimmt seine Eisenbahn und haut immer seine Frau auf. Seine Eisenbahn? Ja, der nimmt die Eisenbahn und schlägt damit seine Frau. Junge, das leckt so hart bei mir gerade ein. Alter, warum? Ja, bei dem Feuer. Naja, es kamen viele, viele Pikiniere rein und dann dachte ich mir, okay, vielleicht muss ich. Dann leg ich mal den Pechkram. Warte, hast du keine Brunnen?
Doch, Junge, doch, Koga, weißt du nicht, dass man nur genug Brunnen bauen muss, wenn Feuer ausbricht? Warte mal. Ja, aber Richard hat doch immer diese riesigen Brunnen. Ja, die gibt's ja hier nie. Ja, die gibt's nicht. Echt, die gibt's nicht? Nee. Ja, es gibt den normalen. Was ist denn das für ein scheiß Spiel? Wie soll man denn der Refund, nein. Was ist, wie soll man denn der Feuer balancen? Das geht ja nicht. Ich hoffe jetzt erstmal. Ganz guck mal, Elke, möchtest du diesen Brunnen bauen? Nö. Alright, okay. Ich glaube, ich muss von vorne anfangen. Aber hattest du jetzt Pech bei dir drinnen auch? Ja, ja, er hat genutzt, um... Ich hab einen Pechschütter, habe ich genutzt. Ich hab gemerkt, er hat den direkt von Schüttumir rekrutiert. Habe neulich wieder diese ganzen Knights of Honor Streams reingezogen. Ja, Herr. Mach die Aufzeichnungen von mir? Ja, ja, klar. Und von Tim auch. Es werden Waffen benötigt. Stimmt, die sind ja alle als Video on Demand noch verfügbar. Ja, oh yeah. Das ist einer der wenigen Vorteile, die YouTube als Streamer, als Streaming-Service gegenüber Twitch hat. Der wenigen, wenn nicht der einzige. Ja, wenn nicht der einzige, ja. Ach, ganz ehrlich, ich mag es auf YouTube streamen. Ich eigentlich auch. Ich hab da nichts gegen. So. Erstmal eine Holzfälle, heute, Kurga. Erstmal eine Holzfälle, heute. Der Jonas Rotbart, ja, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Monolog über Jonas Rotbart halten, ja? Wer ist denn Jonas Rotbart? Das ist ein Bäcker, der an meinem Burghof eigentlich dafür zuständig ist, Brot zu backen, aber er hält quasi seit Spielbeginn ein Bad im Burggraben. Er hat den Status, geht zur Arbeit, aber er geht nicht. Er badet nicht. Er versucht zur Arbeit zu schwimmen, sagen wir es mal so. Es geht aber nicht so wirklich. Status schwimmt zur Arbeit. Schwimmt zur Arbeit. Kennt man. Jeder, der in einem Hochwassergebiet lebt, immer. Ja, Alter. Pflege. Ja. Odwin, erst ich, dann du. Okay. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit mir. Oh, kacke. Boah. Das wird 10 von 10 unangenehm. Ja, du hast doch sicher noch irgendwo Pech, oder? Nee. Rücke aus. Oh, guck mal, ich versuche dir zu helfen. Warum schießen sie ab? Ich kann das leider nicht beeinflussen, Mann. Der Abschuss, ey. Tja, das kann das wirklich gewesen sein. Ja, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. Egal, ich ziehe es jetzt trotzdem durch. Deine Armbrustschützen da sehen nicht sehr hilfsbereit aus, muss ich sagen. Die machen mir Angst. Also ich habe gerade festgestellt, dass die Ratte vom Stärkelevel vielleicht nicht so ganz das Wahre ist. Die ist ja so stark. Ach so! Ach so! Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, so auf den Karten, also auf, zumindest auf der einen Karte, wo ihr letztens so, Free für alle, 4-Player Free für alle gespielt hatte, wo Kurka ganz wenig Platz hatte, da hätte ich gedacht, da passt das von der minimalen Wirtschaft her. Deswegen wird ja, das stimmt. Aber dadurch, dass wir jetzt mehr Möglichkeiten hatten, ist das natürlich ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Boah. Das ist ja auch eine krasse Sache. Wir benötigen Steine. Hm. Smarty, ich hab dich eigentlich nicht eingeladen. Es wäre nett, wenn du jetzt gehen könntest. Okay, tschö. Hakoga hat noch eine ganz gute Streitmacht so an sich. Denkst du jetzt drüber nach, mich wegzusnacken? Nein. Ich war gerade da, um dir zu helfen, Alter. Ja, ich weiß, aber es kann ja sein, dass du deine Pläne änderst. Nein, ja, so, oh, ja. Jetzt? Oh. Ich hab die Pläne geändert. Burg, bete, dass ich sie nicht noch weiter verändere. Eine leere Burg, die nehme ich. Die ist toll. Hübsches Bürkchen, das nehme ich mir. Ja gut, Panther, aber man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, so viel ist jetzt bei mir im Chat auch nicht zu moderieren. Hier sind eigentlich nur feine Leute. Also ich glaube... Nein, ganz feine. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe in den letzten
40 Streams vielleicht mal einen getimeoutet oder so. Oder auch nur getimeoutet, nicht mal gebannt. Ist einfach nicht konsequent. Direkt alle Permaban, die irgendwas in den Chat schreiben. Oh, Serververbindungsproblem mit Korga. Oder bist du rausgegangen, Korga? Der ist einfach geragequittet. Ach nee, er ist weg. Guck mal, er antwortet nicht mehr im Discord. Kann einer der 7 Ersatzkorgas bitte einspringen? Da haben wir doch noch welche. Er ist schon 10, wenn ich bitten darf. Nächster. Okay. Wer hat das Geld bekommen für seinen Lord? Unverschämt. Das ist einfach weg. Das ist einfach in den Pott gegangen. In den Pott. Das ist der dreist. Ja. Okay. Na, ich glaube, er hat gerade, also er ist auch im Discord nicht mehr. Oh. Stream läuft auch nicht mehr. Das ist einer der Augenblicke, wo ich froh bin, dass Koga nicht gehostet hat. Guckt. Hm. Wir benötigen Gold. Ja, aber ich hatte auch Internetprobleme noch vor einigen Wochen, also das war... Ich hatte die letzte Zeit auch ein paar kleine Probleme. Bei welchem Anbieter bist du? Ich bin jetzt bei der Telekom, aber ganz ehrlich, im Vergleich zu Vodafone, wo ich vorher war, läuft das so viel, viel, viel besser. Von da beschwere ich mich, dass es immer ein bisschen schlechter lief. Wir sind ganz freund. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh Gott. Alte 4 und er ist weg. Mod mich wieder. Alte 4 in der Tag gehört dir. An der Tür, klopf, klopf. Komm hier, Nägel mit Köpfen, ne? Bereit, eure zur Stelle. Vorwärts. Ja, Twitch ist da sehr viel weiter von, das stimmt schon. Langsam in die Kirche war das mit für die Mönche, aber... Dieses Mal habe ich sehr an mich gehalten, keine Kirche zu bauen, damit diese Hunde von Bewohnern nicht danach eine größere Version fordern. Smarty, hast du Discord im Blick, falls Koga wiederkommt? Bitte? Ich hab's im Blick, sobald wieder Joint-Segen auffallen, sobald in der Wartehalle ist. Sauber. Ich muss hier nochmal kurz... ich denke auch so. Wo für die Style-Punkte her, Damian und Ott bin definitiv Gunger. Das Lustige ist, Damian und meine können wirklich so alternative Schweinbogen sein. Wir sind auch sehr, sehr ähnlich, nur ein bisschen anders ausgeführt, aber tatsächlich mit dem gleichen Grundgedanken. Ah, was bei euch ein bisschen fehlt, ist innerhalb der Burg die kleinen Mauern, die noch die Sektoren gemacht haben. Ja, okay, aber die kleinen Mauern gibt's nicht wieder. Ja gut, kleine Mauern gibt's im Allgemeinen nicht für außenrum, aber du meinst noch die Sektoren. Aber es kommt auch immer darauf an, welche Schweinbogen man nimmt. Das war einer, ja, da gab's eine kleine Mauer, die hatte so eine Lücke drin. Ja. Oh Gott. Unsere Lebensmittel. Ich werde schwer, das war halt nur die eine Sache, dass meine plus 2er Ambo-Schützen gleicher Anzahl von denen weggeschossen wurde, das war's dann. Tja, war dann entschieden. Keine Ahnung warum, aber gut. Machen die AOE-Schaden, wenn die in Ländern stehen? Nee, AOE-Schaden nicht im Direkten, aber wie gesagt, ich glaube, es war, dass sie sich auf 2 Türme verteilt haben und dass da gleich das Captain, du Initiativversion, je 10 bis 20 mehr hattest und das hat sich dann einfach gesnowballt. Sag mal, Tom, weißt du eigentlich, dass du am Kartenrand da, wo deine Käsefarm ist, noch eine ganze Armee stehen hast? Deine Stabstruppen? Das sind ja eigentlich die, die ich nicht nehmen wollte. Also ich wollte eigentlich nur Schwertkämpfer, Legionäre und Amperschütze. So, warum hast du sie einfach aufgelöst? Du bist bescheiden anfangen. So auflösen. Ich bin bescheiden. Und dann werden da wieder Bürger draus, die werden wieder woanders hingehen. Anhalten, bauen, Korga ist wieder da. Auflösen, Paul. Willkommen zurück, Korga. Das hast du dann. Du hast warst eigentlich. Einen Stromausfall-Move gehabt. Ja. Du warst so gut dabei. Du hättest das Spiel wahrscheinlich gerissen, wäre jetzt nicht der kleine Fehler gewesen. Das sehe ich genauso. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass es jetzt vorbei ist. Dann können wir jetzt eine neue Runde machen. Hast du so hart deine Stadt in Brand gesteckt, dass die Leitung geschmort hat? Ist wirklich so. Sehe ich genauso. Ja, ist einfach Pech gewesen. Naja. Vor allem dachte ich kurz, dass Smarty weg ist und nicht ich. Weil da stand irgendwie kurz so, Smarty hat Internetprobleme, also hier Verbindung zu aufbauen. Ja, weil der Dedos-Angriff kriegt eigentlich auch Smarty, ne? Der Bayer ist schuld, ganz einfach. Der Dedos-Angriff. Seid ihr jetzt noch drin in der Runde, oder? Wir sind noch drin. Bisschen fighten wir gerade. Ich mach jetzt noch einen Angriff. Und dann hätte ich gesagt, komm mit, der nächste, der kommt, den wir finishen.
Dann würde ich im Zweifel, Tim, darf ich mal kurz deinen Stream streamen, damit die Leute bei mir im Stream das was sehen von deinem Stream? Nö, nee, das ist verboten, mein Stream. Nein. Okay, dann wir warten jetzt, mach ich gleich mal. Wir warten jetzt, bis Tim draußen ist, dann guckt er sich meinen Stream zu und Koga kann dann Fister zugucken, wie er meinem Stream zuguckt. Ja. So, pass auf, dann machen wir Streamception. Was machen die hier? So, dann seht ihr jetzt mal kurz hier den Stream von Tim auf lautlos. Was tut denn hier? Auf die Tunnelbauer. Tim mit seinen Tunnelbauern-Aktionen da. Ja, warte, ich habe ja keine Belagerungswaffe, was soll ich machen? Das fand ich schade, das hatte ich total vergessen, dass Pikinero und so den Leiterträger nicht hochkommen, weil die hatte ich da irgendwie schon hammerlange platziert gehabt an deiner Mauer, die Leiterträger. Ja. Hammer. Da hättest du wahrscheinlich damit Streitkommenkämpfern was reißen können. Was ist hier los? Was ist hier los? Vor allem, wie krass das ist, dass trotzdem drei Tunnelbauer es geschafft haben, da reinzukommen. Das ist schon krass. Wenig Truppen. Ich muss sagen, Timsburg gefällt mir auch hier mit dem Graben und der Zugbrücke da und so. Das ist schon cool. Zugbrücke? Ich durfte meinen Graben nicht fertig bauen. Deine Seite ging. Das ging ja so in Richtung der Turm-Forward-Taktik, der fistelianischen Turm-Forward-Taktik. Ich hätte das gar nicht gemacht. Vor allem fistelianisch. Heftig aggressiv gewesen wäre. Was? Ich hab hier meinen Nachbarn getötet, was? Wer ist denn noch raus? Der Gideon. Gideon? Ja. Ah, okay. Ich hatte vorhin einen schlechten Trade mit den Armbrustschützen. Der hat jetzt einfach den Gideon aufgemacht. Die Ratte ist raus. Gideon, geh die auf. Hey, ich möchte jetzt nicht als die Ratte bezeichnet werden. Wen hast du diesmal verraten, was? Ja, verraten. Ja, verraten. Ich würde echt gerne mal, ich bin echt auf die Endstats gespannt, wie viel Geld wer gemacht ich hab, hat. Ich hab die Endstats vorhin gesehen. Oh nee, das wird peinlich, das will ich nicht sehen. Ich denke mal, die meiste Erfahrung im Spiel haben, werden auch mit das meiste Geld gemacht haben. Tja. Kann sein, ja. Möglich. Also ich meine, ich werde es spannend finden, dass zu sehen können, wie viel besser andere sind als ich. Was ich gerade witzig fand, ist, du hättest jetzt voll die Chance gehabt, glaube ich, Captain rausnehmen zu können, Fister. Ja, aber ich hab weil er ja relativ viele Truppen verloren hatte, als er dabei. Also, da ist ja nur eine Handvoll Armbrustschützen da gerade, ne? Ich hab noch 20 Ritter, 10 Armbrustschützen. Oder? Ja, das ist. Weil auch als ich da nachher nur noch ein paar Armbrustschützen hatte, das hat schon noch gut deine Armbrustschützen gekostet zumindest. Klar, die waren auch als Ablenkung gedacht, weil gegen die Schwertkämpfer, da wäre ich eh nicht angekommen mit 20 Armbrustschützen. Also mit 20 Schwertkämpfer hat er mehr als ich. Na endlich! Was gibt's? Oha. Die Männer, oha. Das schlag die Trommel, blas das Horn. Genau. Die Männer des Schweins kennen nur eins. Den Sieg, trara. Bald, eigentlich jetzt sind sie schon da. Wenn jetzt noch meine Leiterträger da gestanden hätten, ne? Oha. Das wäre... Ja, und wenn die sind schon zu früh da. Das ist nicht cool, wenn jemand zu früh kommt, weißt du? Zu früh kommen ist immer scheiße. Ja, oh, Mann. Ja, er hat doch drum gebettelt. So. Ja gut, es ist jetzt 20.25 Uhr. Komm, warte, dann mach warte, warte. Also den Untergang vom Captain will ich auf jeden Fall noch miterleben. Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen. Timsburg ist wirklich gerade wie so eine Orange, die du zerdrückst und überall quillt die Flüssigkeit raus. Was macht Smarty eigentlich? Von dem habe ich, außer dass er ab und zu mal mit Pikinieren gekommen ist, habe ich von dem noch gar nichts gesehen. Oh. Also Captain, das mit dem Knubbeln dann, weil man noch was hätte locker noch schaffen können. Aber gut, okay, dann hätte so ziemlich erwischt, von da bin ich stolz drauf. Im Knubbel sind sie, weil sie so schnell angreifen. Ja, der einzige Grund, warum ich mich jetzt da durchfräsen konnte, ist, dass ich mich mit dem Knubbel mit den Streitkampfkämpfern durch die Gepanzerten durchfräsen konnte, Stück für Stück. Ja, genau. So, wenn die Gepanzerten geknubbelt gewesen, war es ein... Ja, easy, wenn die Streitkampfkämpfer weg. Doch Streitkämpfer machen Bodenschaden gegen Gepanzerte, oder wie? Na, die machen, glaube ich, sogar weniger Damage. Also zumindest gegen Schwertkämpfer. Also, das Problem ist aber gleichzeitig noch der Angriffsspeed. Also, wenn ich mir Tims Armee angucke, ist es ein bisschen König Philipp auf Steroiden einfach nur. Da ist gerade Anabolika reingehauen. Fehlen da nur die Ritter. Ja.
Na, die Frage ist halt, wie spielen wir das jetzt zu Ende? Also eine Feldschlacht im Sumpf wieder. Oder eine Sumpfschlacht. Ja, mit allen Truppen? Mit allen Truppen, ja. Da habe ich leider nicht mehr wirklich was. Ja, okay, dann löse ich aber ohne. Dann bin ich dabei. Ansonsten könnte es ewig dauern, weil das größte Problem ist jetzt, Damian, meine und Smarties Bogen werden auf jeden Fall ein bisschen tankier sein. Vor allem, gut, okay, Smarty wird halt sehr schwer zu knacken sein mit normalen Angriffen. Ich glaube, Tim wird schwer zu knacken. Tim auch, ja. Ich glaube, das sind so die beiden. Ja, Tim mit dem extrem dicken Burggraben plus so viel Armbrustschützen. Frage ist halt, ob du bei Smarty ganz gut mit Hundegräbern reinkommen würdest, zum Beispiel. Warte mal, nee, negativer Angstfaktor war abträglich für die Kampfkraft, ne? Höchstens ja, wenn aber auf so positiven für mich. Ja, also dort oben an der Ecke, also Damian könnte wahrscheinlich mit Tunnelgräbern da durch diese Holzpalisade durch und hinten den Wald dann, ne? Ja, da hat er warten und die Ecke schreit dann auch Tunnelgräber. Gibt es jetzt eine Feldschlacht oder nicht? Ja, würde ich sagen, damit wir jetzt mal zum Ende kommen, das ist schon 20:27 Uhr. Und wenn du gehst da ein bisschen nach unten, damit ich diesen Platz habe, ne? Okay, ja, ich sehe schon, mit deinem neuen beleibten Körper muss man ein bisschen... Ja. Na, es gibt doch 4 Zugänge zum Sumpf, jeder nimmt einen. Ich rekrutiere eben noch eine schnelle neue Armee, weil ich habe meine gerade verloren. Ich nehme gerade das Geld, was ich bekommen habe, um noch ein paar nachzurekrutieren, dann kannst du losgehen. Ich habe noch einen Tanzbär geholt und habe ihn egal. War das Kapelle, Kirche oder die Kathedrale, wo eigentlich die Mönche rauskamen? Kathedrale, aber die gibt es nicht in Stronghold 1. Kannst du nicht. Ja, aber jetzt macht keiner mit, oder was? Stell dir vor, es Krieg und keiner geht hin. Ich komme gleich. Schön erstmal die Kolben verlieren gegen die 5 Armbrustschützen davon unten in dem Moment. Den Lord noch dazu schicken, oder? Na, dann dort wahrscheinlich dann auch mit rein, ja. Aber es wird schwierig, den mit der Armee mitzuschicken, weil man kann ja, glaube ich, nur angreifen lassen direkt. Doch, ihr könnt die Shift-Taste drücken und den Lord mit auswählen, dann ist er, läuft er mit. Man kann auch aggressive Haltung geben, tatsächlich. Nicht die das, Kühe! Ging das schon immer oder ist das jetzt nur hier? Nee, das ging in jedem Spiel. In Crusader auch, also so kannst du ihm halt auch aggressive Haltung zum Beispiel geben. Von Definitive Edition. Ich wollte gerade sagen, beim normalen, in meinem normalen Stronghold, im ursprünglichen Kunst ging es glaube ich nicht, dass du dann dort irgendwo. Ja, aber in Crusader geht's auch zum Beispiel. Ja, in Crusader, ja, denn in Crusader ist was nochmal was anderes. Weil das musste ich mal leider feststellen, als dann mein Lord plötzlich mit auch die aggressive Haltung hatte. Und dann auch einfach vom Bergfried gelaufen ist von selber und sich und die Leute angegriffen hat. Hat doch eben den Angriff, oder? Ist auch egal eigentlich. So, ja. Also machen wir das jetzt, oder? Was waren denn die rekrutierten Truppen von Nordwind? Die rekrutierten, das Problem ist jetzt, ich habe jetzt noch meine Stadttruppen mit reingeschickt. Ja, ist doch okay. Weil ich habe ich ja bis jetzt ungenutzt gelassen. Ja, das Problem ist aber, wenn du gerade Truppen ziehst, glaube ich, die gehen immer da oben zu deinem... Ja, ja. Ich weiß. Ja. Hey, das reicht jetzt, habe ich. Hi. Okay. Ich habe keine Truppen, Alter. Schlacht der Fiere jetzt im Sumpf. Ja, sowieso, ich bin ja vorhin im Schlacht der Fiere, meinst du es aber nur Fernkampf? Ich hab keine Kämpfer nimmer. Du hast also die Elben, ja? Ja, genau. Ist das hier jetzt wieder Amerika? Schlacht ums Öl? Ich meine. Eine Schlacht um Öl. Schlacht um die Pechpunktstation. Vermutlich gewinnt Fister, weil der hat krassen positiven Angstfaktor. Ja. Das macht ja auch. Einfach nur Schlacht um die Pechpipeline. Aber ich glaube jetzt einmal beim Negativen, das passt zum Schwein. Das sind noch meine Holzfällerhütten. Eine riesige Armee, das ist ja auch noch so eine Sache. Also gerade Damian und Utwin sind ja sehr, also spielen ja das Schwein, sag ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich bin das ist natürlich dann auch ein krasser Unterschied gegen die ganzen hart gepanzerten Truppen, ne? Okay, krass, der Stream hängt ultra weit hinterher. Ich bin jetzt gerade erst an dem Punkt, wo alle reinlaufen. 18 Sekunden bei YouTube noch. Der Kampf hat begonnen. Das eine Schwein überlegt noch. Tim ist in der Vergangenheit. Ja, ich lebe 18 Sekunden in der Vergangenheit hier einfach. Scheiße. Ja, da siehst du, die Keulen gegen die Schwertkämpfer ist halt überhaupt keine Chance, ne? Wenn die nicht geknubbelt sind. Das Schwein ist grundsätzlich ein Feigling, der geht jetzt nicht mit in die Front, der wartet hinten, bis er auch seine letzten Truppen gestorben sind. Und dann geht er erst rein. Und dann haut er ab. Hau ab! Alter. Ja, ich meine, das war... Ja, die Fernkämpfer, ne?
Ja, und vor allem die schwer gepanzerten Truppen. Was willst du da mit dem Schwein machen? Jetzt haben wir dann gleich hier die Schlacht der Fernkämpfer dann gleich nochmal, ja. Aber... Oh Gott, das sind so viele Fernkämpfer, das werden ja, nicht gewinnen. Tim hat halt noch neben dem Fernkämpferbonus auch noch hier die ganzen Schwertkämpfer da. Ja, ja eben. Deswegen sage ich, also das ist ja... straightforward. Ja, außer sie lassen sich... Das ist der Höhenvorteil, ne? Ja, doch schon. Ja, und gut, so, ja. Das war die das nochmal. Ja, das stimmt. Ja, war so klar, weil so am Anfang haben wir noch gesagt, so, ja, Smarty, ihr habt noch nie Multiplayer gespielt und wir dann so gescherzt, so, ja, wird einfach easy gewinnen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass ihr durchrasiert. Das ist genau so passiert einfach. Wir haben von Anfang an gesagt, dass... Genau wie bei Schach und Mittelerde. Ja, sowieso. Komm, so lange, dass das auch schon wieder über ein Jahr her ist mittlerweile. Also, weil letztes Jahr Weihnachten um den Dreh rum, ne? Das ist jetzt genau ein Jahr her, dass wir die ganzen Schlacht- und Mittelerde-Matches gemacht haben. Ja, könnte sein. Ich weiß noch, da war der ganze Hype gerade noch um Ringe der Macht. Wo heutzutage die Leute vergessen, dass es überhaupt existiert. Was? Krass, hätte ich nicht gedacht. Na gut, das Smart hat seinen Truppen nicht bewegt, ne? Ja, gut. Ja. Und er hat leider okay, auch... Okay, Statistik! Ich hab geskippt. Ja, genau. No. Smarty, du hast fast 10.000 Geld gekriegt, Leute. Nice! Alter, ich hab sogar... Was? Ich hab echt am meisten gewirtschaftet sogar an Geld? Krass. Krass. Heftig. Was denn das Ganze gar nicht so schlecht. Okay, durch den negativen Angstfaktor wahrscheinlich, ja. Mit der Nahrung war ich gar nicht... Ich hätte gedacht, dass ich da schlechter gewesen wäre mit der Nahrung. Man sieht mich auch noch an der Statistik, krass. Wenn man einen Stern hat, heißt es, man ist es irgendwo... Man hat eben gekillt, glaube ich. Achso, einen Kill gemacht. Okay. Ja, Stern heißt Kill gemacht. Was heißt die Krone? Gewonnen. Aber zwei Kronen? Zwei Kronen? Der hat zweimal gewonnen. Ja. Macht Sinn. Das ist genau richtig so. Ich glaube, die Krone heißt, dass man in mindestens einer Sache, einer Ding, der Beste war. Ja, und ich glaube, hier ist das Nahrung und Gold, wenn ich das richtig sehe. Nein, Gold war ich nicht der Beste. Und Nahrung nicht. Nee. Und Nahrung war ich der Beste als Schwein, das gehört sich auch so. Aber ich habe keinen Stern. Ich war Holz nicht der Beste, ja, Stein nicht, Eisen nicht. Nede. Okay. Bin der Drachenort. Ja, das war eine lustige, gechillte Runde. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns bis nächste Mal den ganzen Spaß mit dem 4 gegen 4 an. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Bis dahin, bye bye.